Unter vielen Linken hält sich hartnäckig die Fehlannahme, wir könnten mit den Wokisten zusammenarbeiten oder mit ihnen Bündnisse schmieden. Aber dies ist, wie schon gesagt, eine völlig abseitige Annahme, die nichts mit der Realität zu tun hat. Diese Leute lehnen alles ab, wofür wir uns einsetzen. Umverteilung, Frieden, eine Außenpolitik, die eben nicht auf Konfrontation setzt, gesellschaftlicher Zusammenhalt, all das bekämpfen diese Leute so gut es geht. Sie stehen auf der Seite des Kapitals, sie stehen auf der Seite der Kriegstreiber. Ein Prachtexemplar dieser woken Twitch-Bubble, die für Krieg hetzt und politische Gegner am liebsten wegcanceln würde, ist der radikale Demokrat, beziehungsweise der Dara, wie er sich mittlerweile nennt. Ich reagiere heute auf ein Video von ihm, auf das ich vor langer Zeit schon einmal reagieren wollte. In diesem hetzt er wirklich übelst gegen die linken Politikerin Sarah Wagenknecht, welche sich eben für Frieden mit Russland einsetzt. Los geht's. Und herzlich willkommen zur neuen Folge der Besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau. Die tollen Grünen, die ja seit knapp einem Jahr wieder die Macht haben. Übrigens, mit diesem Video bedient sie halt. Ihr habt's mitbekommen? Bevor wir uns Daras Kommentar jetzt ansehen, Sarah Wagenknecht kritisiert in diesem Video die Grünen und bezeichnet sie als die heuchlerischste, verlogenste und gemessen am realen Schaden, den sie anrichten, derzeit gefährlichste Partei in Deutschland. Und dieser Einschätzung ist aus linker Sicht eigentlich nichts hinzuzufügen. Aber wir schauen uns mal an, was Dara da Intelligentes sozusagen hat. Halt einfach nur ihr rechtes Klientel. Ne? Eigentlich müssten die sagen, ach, die Grünen sind ja eigentlich total pragmatisch. Die sind ja gar nicht so links, wie ich dachte, und so grün versifft, ne? Sondern die scheinen ja ganz vernünftige Ansichten zu haben. Dann kann ich doch auch die Grünen... Die Grünen liefern Waffen in die Ukraine, sagen, we're fighting a war against Russia. Das hat ja unsere wunderbare Außenministerin gesagt. Und dann zu den Sanktionen, die uns gerade selbst massiven Schaden zufügen, sagt unsere grüne Außenministerin, I will deliver, no matter what my German voters think. Das ist die Haltung der Grünen. Ganz egal, wie es dem deutschen Volk geht, ganz egal, ob wir in Europa in einem Jahr noch Frieden haben, wir müssen Krieg gegen Russland führen, das steht über allem, den USA steht über allem. Das ist die Haltung dieser Partei. Und ja, das finden die Wokisten anscheinend sehr gut. Grünen wählen, aber nein, das geht natürlich nicht, sondern das, was daraus gesponnen wird, ist, du kannst niemandem vertrauen. Alle sind böse. Es gibt keine guten Parteien, keine guten Politikerinnen und Politiker da draußen. Demokratie ist eine Farce. Alle lügen dich an. Als Mitglied der Bundesregierung. Das stimmt. Es ist tatsächlich so. SPD und Grüne haben vor 20 Jahren, als die Agenda 2010 durchgeführt wurde, in der Bundestagswahl 2002 versprochen, Arbeitslosen und Sozialversicherung werden nicht zusammengelegt. Was kam nach der Bundestagswahl mit der Agenda 2010? Eben die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialversicherung. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass diese Parteien Rentenkürzungen versprochen haben, bevor sie 1998 an die Macht gewählt wurden. Haben sie dann gemacht. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass sie versprochen haben, an Angriffskriegen teilzunehmen. Haben sie dann in Serbien und in Afghanistan gemacht? Also ja, die Parteien lügen. Und vor der letzten Bundestagswahl war es doch genauso. Die Grünen haben plakatiert, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Und ist Israel kein Kriegsgebiet? Ist die Ukraine kein Kriegsgebiet? Da liefern wir nämlich Waffen hin. Oder Saudi-Arabien. Ist das kein Kriegsgebiet? Ach nee. Nach Saudi-Arabien, da müssen wir laut Meinung von Lisa Paus, laut Meinung von Baerbock ja Waffen hinliefern, damit die Kindergrundsicherung finanziert werden kann. Also, aber dazu werden wir in diesem Video noch kommen. Regierung, über unser aller Schicksal mitzubestimmen. Die haben ja am Wochenende ihren Parteitag abgehalten. Ja, und weil sich in Teilen der Gesellschaft hartnäckig das Märchen hält, die Grünen, ja, das ist doch die coole Ökopartei, die für die Rettung des Klimas, für Frieden, für Menschenrechte steht. Ja, für das Gute überhaupt, für Modernität und Zukunft. Eine Partei, deren edle Aktivisten an der Amoral dieser Welt leiden und am liebsten jeder Kröte beim Überqueren der Straße helfen würden. Naja, weil sich diese Legende irgendwie im... Und dieser Schwurbler, den ich meide, nennt sich Dara. Sehr schön, MT aus AB. ...immer noch in der Gesellschaft hält. Deswegen will ich mir in dieser Wochenschau mal genauer ansehen, wie dieser angeblich hochmoralische Haufen wirklich tickt und was er aktuell gerade anrichtet. In unserem Land... aber auch auf internationalem Parkett. Progressive Parteien, die sich jetzt konservativ verkaufen, um Stimmen zu bekommen. Zeit für daranoide Narrative. Ja, absolut. Wir machen das hier übrigens nicht, um uns über Dara persönlich lustig zu machen oder gegen ihn persönlich zu gehen, sondern um diese politische Ideologie, um diese wokistische Ideologie, die von Dara wie von kaum einem sonst verkörpert wird, zu debunken.
Also ich hätte jetzt hier auch auf Shuyoka reagieren können, die sich ja ständig in die Opferrolle stellt, aber auf die habe ich in der Vergangenheit schon häufig genug reagiert und ich will das ja auch nicht zu einseitig machen und mir auch ein paar andere Wokisten vorknüpfen. Haben keine stabilen Mehrheiten und Und wie gesagt, auf das Video hier wollte ich schon seit längerer Zeit mal reagieren, doch damals hatte ich ja noch keinen eigenen Twitch-Kanal und ja, konnte diese Live-Reaktion hier nicht machen. Damals habe ich ja Reaktionsvideos noch geschnitten, mache ich ja immer noch manchmal auf meinem Erstkanal, aber diese Videos, also diese Reaktionsvideos hier, die ich live auf Twitch mache, die sind halt einfacher, technisch herzustellen und da habe ich heute Abend gedacht, Mensch, machen wir das jetzt mal. Sehen sich dann gezwungen, konservative Politik zu machen. Ja, es ist halt natürlich dann der Pragmatismus in der Realität. Also jetzt gerade geht einfach die Politik, die sich die Grünen vielleicht wirklich machen wollen, einfach nicht. Aber das liegt nicht daran, irgendwie jetzt speziell an Putin. Saras Reichweite zu vergrößern ist richtig und wichtig. Denn es gibt durchaus Wokisten, die etwas klüger agieren als Dara. Also die sind ja, die haben vielleicht größtenteils diese gefährliche Ideologie, aber er macht sich so dermaßen lächerlich, dass man Leute mit ihm sehr gut gegen diese Woke-Ideologie mobilisieren kann. Putin, sondern und er hetzt so dermaßen stark gegen uns Linke und versucht auch keineswegs irgendwelche Kompromisse zu schließen, sondern er sieht uns wirklich als Feinde, dass man auch anderen Linken mit an seinem Beispiel sehr gut klar machen kann, dass diese Leute eben nicht unsere Verbündeten sind. Dem gesamten Umfeld, das liegt auch an den Medien, das liegt auch an dem Rechtssystem, das liegt auch an den demokratischen Institutionen, wie die funktionieren, das liegt auch an Sarah Wagenknecht, die Lügen verbreitet und so weiter. Das liegt auch an Bild. Das gehört, Sarah Wagenknecht, die Lügen verbreitet. Kein Beleg, einfach eine Behauptung, andere verbreiten Lügen, Dara würde so etwas nie machen. Beispielsweise, als er keine Lügen über mich verbreitet hat. Also schaut gerne mal auf diesem YouTube-Kanal hier nach. Da habe ich zig Videos darüber, wo ich aufzeige, wie Dara über mich lügt. Liegt an ganz. Oder schaut einfach allgemein, gebt einfach der radikale Demokrat mal in die YouTube-Suchleiste ein und ihr werdet Videos von dutzenden Kanälen sehen, wo seine Lügen immer wieder und wieder widerlegt werden. Vielem. Was dafür sorgt, dass die Grünen nur bestimmt einen ganz schmalen Grat fahren können. Und sobald sie halt ein bisschen zu weit nach links oder nach rechts driften, dann kommt halt direkt irgendeine Hürde oder irgendein Hindernis von der anderen Seite, beziehungsweise irgendein ein Schubser, der dann wieder. Ich mag den Chat heute, ganz ehrlich. Der sie dazu zwingt, wieder diesen einen Grad zu gehen. Aber sie würden gerne. Ich hatte ja anfangs gesagt, wir machen das hier nicht, um uns über Dara lustig zu machen, aber es ist einfach zum Lachen, wenn man sich ihnen ansieht. Also das ist das Schöne, wenn auf diese Walkies reagiert. Es ist so lächerlich, was sie von sich geben, dass man ja gute Laune bekommt und sich automatisch klüger fühlt. Also es ist nicht schwierig, wenn man sich solche tief hängende Früchte heraussucht. Wie gesagt, ich hätte auch auf Shuyoka reagieren können, aber ja. Ich wollte das, wie gesagt, nicht zu einseitig machen. Eigentlich da abbiegen, aber sie können es nicht, weil dann gibt es halt auf den Deckel. Ja, um das Ergebnis vorwegzunehmen. Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben. 100%. Also Wagenknecht ist so basiert, wie könnte man da als Linker irgendetwas dagegen sagen, frage ich euch. Und das ist eine völlig wahnsinnige Meinung. Ja, ach, ihr seht ja, auf wessen Seite die Wokisten stehen. Komplett wahnsinnig. Die Grünen sind aktuell eine super pragmatische Partei und wahrscheinlich die beste Partei. We are fighting a war against Russia. Das ist super pragmatisch. Die wir gerade im Bundestag haben. Und das ist total leicht. Hunderttausende Menschen in der Ukraine sterben lassen für ja, den Weltmachtsanspruch der USA. Das ist total pragmatisch. Ich meine, Pragmatismus heißt ja auch pragmatisch dem amerikanischen Machtinteresse zu dienen und nicht den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung. Nicht zu erkennen. Du hast die AfD, die ist komplett verrückt. So. Und die sind offensichtlich die schlimmste und gefährlichste Partei, die wir im Bundestag haben. Du hast die Linken, die sind nun mal gerade einfach unfähig für irgendwas. Das ist tragisch. Ich bin Mitglied. Ja, die sind unfähig, weil es dort zu viele Leute gibt, die sind wie Dara. Bei den Linken. Aber das ist nun mal gerade Fakt, dass wenn es um den Ukraine-Krieg ging, dass die da nun mal komplett versagt haben und dass sie jetzt ja auch nicht ihren Mist zusammengekehrt bekommen. Die SPD ist irgendwie gar nicht da. Keine Ahnung, wo die sind. Die FDP ist sowieso nutzlos und fährt halt nun mal macht das, was sie am besten kann, nämlich die Reichen reicher machen. Ey, als Baerbock damals gesagt hat, dass sie der Ukraine liefern wird, und zwar nicht Waffen, sondern zusätzliche Wirtschaftssanktionen, egal was ihre deutschen Wähler denken würden. Als sie das damals gesagt hat, da wurden Politiker aus der Linkspartei, wie eben Sarah Wagenknecht, dafür angegangen, dass sie dieses unfassbare Zitat kritisiert hatten. Von eigenen Parteigenossen. Also ich erinnere mich damals noch an Ulrich Schneider, der da ziemlich Radau gemacht hat. Also solche Leute, die
vernünftige Kritik an der Regierung, die von eigenen Parteigenossen kommt, die dagegen vorgehen, anstatt gegen eine Regierung vorgehen, die unser Land verarmt. Solche Leute haben die Linkspartei zerstört. Und wir können nur froh sein, dass es jetzt endlich eine neue Partei gibt. Und die CDU, ja, so, die CDU ist halt die CDU. So, die existieren, um Gesetze zu versteigern. Das ist so deren, einfach deren Daseinsberechtigung. Und dann bleiben nur noch mal die Grünen und die Messlatte ist einfach nicht sehr hoch, dass die Grünen dort die beste Partei sind, die wir gerade im Bundestag haben und eigentlich einen ziemlich guten Job machen. Und diese Ansicht, die sind die verlogenste und gefährlichste Partei, die nur dazu ihrem rechten Klientel, was sie nun mal sich herangezüchtet hat, ja, das zu bringen, was sie möchten, weil das ist halt ähnlich wie Tulsi Gabbard, ne, Politikerin aus den USA, die war dort, ich weiß gar nicht, Senatorin, Kongressabgeordnete, ich glaube Kongressabgeordnete von Hawaii. Sie hat Bernie Sanders unterstützt, als Bernie Sanders gegen Hillary Clinton angetreten ist. Sie war immer so Anti-Krieg, ne, als ehemalige Soldatin. Und dann ist sie aber total abgedriftet und heute hat, und jetzt vor kurzem hat sie die Demokratische Partei feierlich verlassen und redet jetzt von irgendwelchen Kabalen, die die Demokratische Partei lenken, von der Trans-Agenda und allem, was halt das Neonazi-Herz oder was die Neonazi-Birne halt hergibt. Und sie hat da praktisch dazu gehört. Wenn man von der Trans-Agenda redet, ja, dann sagt man alles, was das Neonazi-Herz begehrt. Also diese Wokies, die sind komplett gedriftet. Also die sind jenseits von Gut und Böse. Ihre Narrative ist auch, ich bin eigentlich links, aber die Demokraten, die sind viel zu weit gegangen. Und das ist genau das Gleiche, was sie hier verbreitet. Natürlich tragen für die katastrophale Politik der Ampel letztlich alle drei beteiligten Parteien die Verantwortung. Und ein guter Geist oder halt die Weisheit der Wähler hat uns immerhin davor bewahrt, dass die Grünen den Kanzler stellen. Aber diese Partei besitzt mit Außen und Wirtschaft immerhin zwei Schlüsselressorts. Und was sie da anrichten, wirtschaftlich, sozial, aber auch international, wie sie alles daran setzen, uns in einen großen Krieg hineinzuziehen, das ist wirklich beispiellos. Und deshalb bin ich überzeugt, es wäre ein Segen für unser Land, wenn diese Partei möglichst bald wieder aus der Bundesregierung verschwinden würde. Aber schauen wir uns das Ganze mal im Einzelnen an. Ja. Entstanden sind die Grünen. Jetzt kommen die Fakten. Das reicht übrigens vielen Rechten schon. Hier irgendwie so ein Zeitungsartikel einfach eingeblendet. Das ist jetzt ein Fakt. Guck mal, Friedenspartei und der Krieg. Ja, ursprünglich tatsächlich mal aus der Friedensbewegung. Und das geht ja gar nicht, dass man Krieg führt gegen, sagen wir mal, Russland. Hatten am Anfang auch Führungs... Ja, das geht gar nicht. Also guckt euch den Artikel der Frankfurter Allgemeinen an. Die Friedenspartei und der Krieg. Die Grünen haben Wurzeln in der Friedensbewegung. Für die militärische Unterstützung der Ukraine gibt es in der Partei aber eine klare Mehrheit. Und das ist nicht zufällig passiert. Die Leute, die aus der Friedensbewegung kamen, die wurden aus dieser Partei systematisch herausgedrängt. Leute wie Joschka Fischer haben dort die Macht ergriffen und die haben Deutschland dann in die ersten Angriffskriege seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Also das ist die historische Leistung der Grünen Partei. Persönlichkeiten. Ich denke etwa an Petra Kelly, die sich mit ehrlichem Engagement für eine bessere Welt, für Abrüstung, Demokratie, für Menschenrechte eingesetzt haben und vor denen ich großen Respekt habe. Aber das ist lange her. Mittlerweile sind die Grünen richtige Waffennarren geworden, die sich gar nicht mehr einkriegen können vor Begeisterung in das Kriegsgebiet der Ukraine immer mehr und immer. Was natürlich wieder komplett wahnsinnig ist. Das ist halt einfach Quatsch. Ne? Also sie stellt sich da... ja, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete abzulehnen. Also eigentlich auch die Position der Linkspartei, der Dara angehört. Ja, jedenfalls bis zum Ukraine-Krieg. Das ist wahnsinnig. Also ich glaube, Dara hätte, als er sich eine Partei gesucht hat, sich mal besser umschauen sollen. Vielleicht hätte er ganz gut in die FDP gepasst. Dann dahin und sagt dann, ja, die freuen sich. Ich meine, progressiven transatlantischen Neoliberalismus, den kannst du auch in der FDP vertreten. Da brauchst du nicht in eine linke Partei gehen. Nicht richtig Krieg zu führen. Das beruht halt auf dieser Verschwörungstheorie, die sie erzählt. Nämlich, ja. Jetzt bin ich gespannt. Was ist eine Verschwörungstheorie? Also ich will, Frieden ist mittlerweile eine Verschwörungstheorie. Oder schauen wir uns mal, was Dara dazu jetzt zu sagen hat. Warum machen wir nicht Friedensverhandlungen? Das erkennen nicht viele. Aber das ist verschwörungsideologisch. Weil es suggeriert, dass die Regierung jederzeit den Krieg beenden könnte, aber es einfach nicht tut. Warum? Weil die ja Bock auf Krieg haben. Aber nein, es ist halt nicht so einfach. Doch, das ist eine dreiste Lüge und Dara weiß das auch. Ich habe ihm das in unserer Debatte übrigens auch gesagt. Er war einfach nicht bereit, die Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen.
Es ist mittlerweile von verschiedensten Seiten bestätigt, vom türkischen Außenminister, vom israelischen Ministerpräsidenten, vom ukrainischen Chefunterhändler, dass Russland einen Frieden angeboten hatte im Frühjahr 2022 bei den Friedensverhandlungen in Istanbul, der vorsah, dass sich Russland aus der Ukraine zurückzieht hinter die Linien des 24. Februar. Die Ukraine hat das abgelehnt auf westlichen Druck hin, vor allem auf Druck von Großbritannien und den USA. Boris Johnson war damals in Kiew und hat gesagt, the West is not ready for peace yet. Das ist eine aus vielfach belegte Darstellung der Ereignisse von damals. Der Westen wollte Krieg und hat die Ukraine dazu angestiftet, diesen Krieg fortzusetzen, mit diesem völligen Wahn, dass sie ihre alten Grenzen von vor 2014 zurückerobern könne, was natürlich schon damals völlig irreell war. Bei diesen Leuten können wir uns heute bedanken, dass hunderttausende Menschen tot sind. Russland ist übrigens immer noch bereit zu Verhandlungen. Nur haben sich die russischen Friedensbedingungen mittlerweile verschärft. Verhandlungen, die gab es schon oft genug. Friedensverhandlungen sind auch nicht einfach nur, ich gehe in Friedensverhandlungen und dann sagt halt Putin, boah, ich sehe meinen Fehler ein, ihr habt echt gute Argumente, ich ziehe mich aus der Ukraine zurück. Das wird es natürlich auch niemals geben. Das ist doch purer Populismus, wenn du dann sagst, ja, die hatten richtig Bock. Ne? Also am liebsten würden die da selber hinrennen und ganz Deutschland in den Kriegsdienst einziehen. Immer tödlicheres Kriegsgerät zu liefern. Ja. Hören wir da mal rein. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Waffen liefern müssen, dass wir schneller werden müssen. Die Zeit der Zögerlichkeit ist vorbei. Wir müssen aufhören, über einzelne Waffensysteme zu sprechen, sondern darüber, was die Ukraine selbst sagt, was sie brauchen und natürlich, was verfügbar ist. Und das mit den Partnerstaaten abstimmen. Und wir sollten auch aufhören, darüber zu sprechen, wo die Waffen denn herkommen und wo sie nicht herkommen dürfen. Also Bestände der Industrie, Bestände der Bundeswehr, dass das alles kein Tabu ist. Wenn die Ukraine Panzer braucht und wir welche liefern können, dann sollten wir das tun. Wir unterstützen. Ja, wenn die Rüstungsindustrie Profite machen kann, dann ist das absolut kein Tabu. Natürlich. So sollte eine Partei argumentieren, die irgendwie auf Frieden interessiert wäre. Wir schützen die Ukraine, weil wir eine Friedens- und Menschenrechtspartei sind. Ja, klar. Das ergibt Sinn. Also, sorry. Die Ukraine ist eine brutale Diktatur, die Oppositionelle 15 Jahre in Knast sperren lässt. Also da geht es nicht um Demokratie oder Menschenrechte. Also vor allem vielen linken Oppositionellen, denen geht es in Russland nicht schlechter als in der Ukraine. Also Russland unterdrückt vor allem die liberale pro-westliche Opposition, die Ukraine unterdrückt vor allem die linke Opposition, also die sozialdemokratische und die sozialistische. Also Leute wie ich, die hätten wahrscheinlich sowohl in Russland als auch in der Ukraine nicht das Recht, ihre Meinung frei zu sagen, aber in der Ukraine mit einer noch geringeren Wahrscheinlichkeit. Ist einfach so. Sorry, aber... Das möchte Sarah Wagenknecht natürlich nicht wahrhaben, aber die Ukraine wird tatsächlich gerade angegriffen. So wie war es? Irre. Wer für Frieden und Menschenrechte ist, der... Ja, absolut, MTB aus HB. Die ukrainische Geheimdienst hat offizielle Todeslisten und dann kommen bei Oppositionspolitikern dann faschistische Milizen vorbei. Also der ukrainische Staat, der braucht sich gar nicht selbst die Hände schmutzig machen, sondern der setzt einfach Leute zur... Ja, wie gesagt, auf Todeslisten, stellt denen gar keinen Polizeischutz, stellt die dann unter Hausarrest, damit jeder Rechtsradikale die auch schön finden kann und dann sind die ganze Zeit mit dem Tode bedroht. Oder der ukrainische Inlandsgeheimdienst SUB, der kommt da bei Leuten vorbei, nimmt die fest oder verprügelt die und auch da sind häufig faschistische Milizen dabei. Die üben in vielen Städten der Ukraine de facto das Gewaltmonopol aus. Also das ist ja eine Tatsache, das kann man ja nicht leugnen. Er muss diesen Krieg unbedingt... Also ich weiß nicht, ob ihr beispielsweise vom Fall der Brüder Kononovic gehört habt. Die sind aktuell unter Hausarrest und laut eigener Aussage werden sie immer wieder mit dem Tode bedroht. Und wie gesagt, da sie halt unter Hausarrest stehen, weiß jeder Rechtsradikale, wo er sie finden kann, wenn er sie aufsuchen will. Das sind die Vorsitzenden der kommunistischen Jugendorganisation gewesen. Mit immer mehr Waffen munitionieren und so dafür sorgen, dass das Sterben bloß nicht aufhört. Irgendwann ist ein Krieg auch vorbei, ne? Also irgendwann hat die eine Seite halt auch gewonnen. So, wir müssen halt irgendwie dafür sorgen, dass die richtige Seite gewinnt. Ja, und das wird eher Russland sein. Ehrlich, dieser Gesichtsausdruck. Ja, irgendwann ist so ein Krieg auch mal zu Ende. Also 500.000 Tote, 1 Million Tote später ist so ein Krieg auch mal zu Ende. Also ich will hier niemandem was unterstellen, aber wie psychopathisch muss man drauf sein? Um zu sagen, ja, ein paar Millionen Tote, ein paar hunderttausend Tote, mir doch egal, irgendwann eine Seite muss gewinnen und wir sollten, egal wie viele Menschenleben das kostet, dafür sorgen, dass das unsere Seite ist, dass das die Seite ist, die dem westlichen Kapital am ehesten dient. Also das ist hier gerade Daras Aussage. Total links. Also ihr seht, diese Leute sind absolute Kriegstreiber, es sind fanatische Transatlantiker. Sie sind bereit, hunderttausende Menschen in den Tod zu schicken für ihre kranke Ideologie.
Das sollte so. Und ihre Machtinteressen. Also ich würde es nicht nur auf Ideologie schicken, schieben, da ist bestimmt auch viel Opportunismus mit dabei. Ziel bei den ganzen Teilen. Sich auf diplomatischem Weg um ein Ende zu bemühen. Und er muss alles an Mordgeräten liefern, was der ukrainische Präsident Zelensky, also der Mann, der kürzlich nukleare Präventivschläge gegen Russland gefordert. Der Mann hat schon vor Kriegsbeginn eine nukleare Wiederbewaffnung der Ukraine, aka eine Aufhebung des Budapester Memorandums, gefordert. Vor Kriegsbeginn, also 2022, Anfang 2022 hat er das gefordert. Also so viel zu unprovozierter Angriffskrieg. Also, das ist ja ganz schlimm, wenn man sowas sagt. Das ist ja russische Propaganda, wenn man einfach ja auf Zelenskys Aussagen rekurriert, die in Russland nicht sonderlich positiv aufgenommen worden sind. So, er befürchtet nun mal, dass die Nuklearschläge zuerst von Russland kommen werden. Also in dieser Not sagt er, boah. In den Nachdenkseiten kommen häufig gute Beiträge. Also ja, vor allem in Nachdenkseiten. Im Makroskop, relevante Ökonomik ist jetzt ein kleiner Block, der wird nur von Heiner Flassbeck betrieben, aber zu Wirtschaftspolitik kriegst du da auf jeden Fall die besten News. Also Heiner Flassbeck arbeitet jetzt immer sehr gut auf. Wie gesagt, Makroskop, Nachdenkseiten, relevante Ökonomik. Und ja, sonst gibt es da auch noch viele andere alternative Medien. Du kannst ja auch mal längere Vorträge auf YouTube ansehen, also nichts Tagesaktuelles. Einfach mal so einen Vortrag über geschichtliche Ereignisse. Also da gibt es ja sehr viele. Da gibt es marxistische Analysen, es gibt Analysen, die auch aus Mainstream kommen. Es gibt ja ganz normale Geschichtskanäle. Oder nimm dir mal ein Buch zur Hand. Junge Welt, schreibt Günni, ja, Junge Welt, die ist kommunistisch, aber definitiv, man sollte sich aus verschiedenen Blickwinkeln informieren, und die junge Welt, die ist definitiv nicht auf Mainstream-Linie. Also da kriegt man auf jeden Fall eine andere Weltsicht, die auch wichtig ist. Das stimmt. Die berichten auch sehr viel über den Faschismus in der Ukraine. Vor allem Susanne Wittstahl, die ist da richtig hinterher. Und ja, die verteufeln Russland auch nicht so sehr, wie das in vielen Teilen der deutschen Medienberichterstattung der Fall ist, sondern die versuchen, einen eher realistischen Blick auf Russland zu kriegen. Beziehungsweise dafür werden sie dann natürlich im deutschen Mainstream als Putins Propagandisten diffamiert. Wie sollte es auch anders sein? Da sollten wir vielleicht zuerst zuschlagen. Aber das heißt ja nicht, dass er es bekommt. Was der Mann sich wünschen mag, kann man ja nur froh sein. Der Typ ist gerade Präsident von einem Land, was angegriffen wird. Es ist komplett Banane. Also es ist halt so verrückt, diese... Die Bücher von Sarah Wagenknecht habe ich nicht gelesen, aber ich habe mir ganz viele Interviews mit ihr angeguckt, ihre Talkshow-Auftritte reagiere ich ja auch ständig drauf, und fast alle Videos von ihrem Kanal. Also den habe ich seit Anfang an verfolgt. Ich mochte sie seit Anfang an richtig gerne. Ich mochte auch am Anfang an tatsächlich Dara, bevor er so komplett durchgedreht ist, aber das Dara mag, das hat sich spätestens, allerspätestens mit diesem Video hier geändert. Ich meine, er hat ja vorher schon gegen Proletopia auf übelste Art und Weise geschossen. Das fand ich dann auch schon ein bisschen seltsam. Aber mit dem Video hier hat er sich wirklich komplett selbst disqualifiziert. Dass sie so viele Fakten dabei irgendwie anscheinend weglassen möchte. Dass Atomwaffen noch nicht auf seinem Wunschzettel stehen. Aber deutsche Panzer, klar, unbedingt, jederzeit. Dass selbst die Amerikaner, die Ukraine immerhin bis zu den Zähnen hochrüsten, bisher keine Panzer moderner westlicher Bauart liefern. Und auch sonst kein einziger Verbündeter das bisher tut. Geschenkt liegt wahrscheinlich nur daran, dass den anderen Ländern solche großartigen grünen Friedensaktivisten in der Regierung fehlen. Ja, ich denke, da muss die FDP-Rüstungslobbyistin Strack-Zimmermann ja blass vor Neid werden auf Parteikollegen vom Kaliber Lang, Nuripur oder Baerbock. Aber klar, wenn ein Land überfallen wird, dann müssen wir dem natürlich beistehen. Das gilt nicht. Strack-Zimmermann sitzt im Förderkreis Deutsches Heer. Guck übrigens, was für Politiker da noch so drin sitzen. Beispielsweise der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Also die Rüstungsindustrie, die ist bestens vernetzt in der deutschen Politik. Nur für die Ukraine. Das gilt weltweit. Oder doch nicht? Nun soll es. Natürlich wollte er sich am Proletopia hochhangeln. Also dieser Typ, also das ist bei den Wokisten ja typisch. Die kennen keine Loyalitäten, außer zu ihrer strikten Ideologie. Du darfst nichts anderes sagen als das, was dieser Ideologie entspricht. Sobald du auch nur einen Zentimeter abweichst, und zwar auf erstmal identitätspolitischer Ebene und zweitens auch auf außenpolitischer Ebene, dann bist du raus. Wirtschaftspolitisch hast du tatsächlich mehr Freiraum. Da sind Leute, die sind relativ neoliberal. Da sind aber auch Leute, die haben wirklich, ja, linke Positionen, zumindest wirtschaftlich. Aber außenpolitisch kulturpolitisch dürft ihr euch nicht abweichend äußern, sonst seid ihr raus. Ich habe heute tatsächlich Finessi geradet. Vielleicht reagieren wir darauf auch mal. Das war lustig.
Und dann waren ich und einige meiner Zuschauer bei ihrem Chat und ich habe geschrieben, wir haben gerade aus Oscar Lafontaine reagiert, beziehungsweise einer meiner Zuschauer hatte das geschrieben. Finessi dann, oh, wer ist das? Ich, ein vernünftiger Ex-SPDler. Wer ist das denn? Dann hat sie rausgefunden, dass der irgendwas mit Wagenknecht zu tun hat und dann so Wagenknecht ist doch auch vernünftig. Finessi, Wagenknecht, die ist rassistisch und transfeindlich und ich so, nicht jeder, der die Woke-Ideologie kritisiert, ist rassistisch oder transfeindlich. Ratet mal, was mit mir passiert ist. Da wurde ich geblockt. Also nicht jeder, der den Wokismus kritisiert. So hatte ich es geschrieben. Nicht jeder, der den Wokismus kritisiert. Da wurde ich natürlich geblockt. Also diese Wokisten sind nicht interessiert an einer Debatte. Diese Wokisten wollen uns zerstören. Die sehen uns als Feinde. Das müsst ihr euch immer klar sein. Ich glaube, sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Identitätspolitik. Also die wurde auch von Nemesis wirklich gut auseinandergenommen. Ja, nicht. Auch Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien geben. Die Ampel lieferte mit Italien, Spanien und Großbritannien Ausrüstung für Tornados und Eurofighter. Waffen will die grüne Menschenrechts- und Friedenspartei also neuerdings auch wieder an Saudi-Arabien liefern. Ja, wahrscheinlich ist Saudi-Arabien auch ein Land, das sich gegen einen bösen Aggressor wehren muss. Und all den... Stellen wir uns einfach mal vor, Saudi-Arabien. Dara war... Jetzt kommt das Beste. Dara wird gleich Waffenexporte nach Saudi-Arabien verteidigen. Also ihr wisst, Saudi-Arabien, wo Homosexuelle hingerichtet werden. Wo die, ja, wo eine absolute Monarchie vorgeschrieben ist. Ein Land, das keine geschriebene Verfassung hat. Also, ja, mit so einem Land haben wir es hier zu tun. Das einen brutalen Krieg im Jemen führt und dort die Zivilbevölkerung aushungert. Dort zahlreiche Angriffe auf zivile Ziele führt. Also die saudische Taktik sieht wie folgt aus. Wir zerstören die zivile Infrastruktur im Jemen. Wir machen das Land abhängig von Nahrungsmittelimporten. Wir lösen dann Hungersnot aus. Und wir koordinieren dann die Importe. So können wir die Houthis schwächen. Das ist natürlich katastrophale Kalkulation für die Zivilbevölkerung, für die jemenitische. Aber die Jemeniten, die interessieren hier in Europa keinen. Also in Saudi-Arabien können wir schließlich Waffen verkaufen. Der Jemen ist ein armes Land, der interessiert keinen. Wagenknecht wäre in der Regierung. Ihr glaubt gar nicht, was die alles für komische Kompromisse da machen würde. Das Erste, was Sarah Wagenknecht tun würde, wenn die Linken in die Regierung... Ja, Jungmoralapostel, du schreibst der Jemenkrieg. Sei gegrüßt. Umgekommen wären, wäre erstmal auszutreten. Da könnt ihr sowas von zu 100% von ausgehen, weil sie sich das nicht geben möchte. Und sie gehört halt nun mal auch zur kommunistischen Plattform innerhalb der Linken. Oder gehörte da zumindest immer dazu. Und die waren immer strikt gegen sämtliche... Also wenn euch irgendwer fragt, wer ist Dara, dann empfehlt ihm dieses Video hier. Ich reagiere gerade drauf, das heißt, es ist dann sowieso auf YouTube. Ich weiß nicht, ob noch wer anders drauf reagiert hat, aber wenn euch irgendwer fragt, wer ist Dara, dann empfehlt ihm dieses Video hier. Also hier zerlegt sich der radikale Autokrat so gut selbst und hier zeigt er auch diesen Bellizismus, diesen aggressiven, woken Transatlantizismus, der über hunderttausende Leichen geht, wenn es im Interesse der USA ist. Und der komplett ohne Scham die Interessen der Rüstungsindustrie und des militärisch-industriellen Komplexes in den USA verteidigt. Also zeigt jedem, der fragt, wer Dara ist und der sich selbst für politisch links hält, dieses Video. Regierungsbeteiligung, weil das ja die Linke dann entkernen würde. Die Linke müsste dann sich auf Kompromisse einlassen und so weiter, aber das heißt eigentlich buchstäblich nichts anderes als, ja, dann kommt ja die Realität der Regierung. Hiese Wetters Äußerungen in Bezug auf Lithium habe ich mitbekommen und die sind natürlich sehr, sehr ehrlich. Also es geht nicht nur ums Lithium, es geht auch um die fruchtbaren ukrainischen Ackerböden. Also dass die nicht unter russische Kontrolle kommen sollen. Ich meine, Russland ist ja jetzt schon einer der größten Agrarexporteure und mit den ukrainischen Schwarzerdeböden könnte Russland da seine Position noch weiter ausbauen. Deswegen will der Westen die natürlich im westlichen Einflussbereich halten. Auch damit US-amerikanische Agrarkonzerne wie Cargill sich die Taschen voll machen können. Und wir wollen ja nicht so sein wie jetzt die Grünen, die nun mal dann in der Regierung selbstverständlich. Jungmoralapostel schreibt gerade, wer sehen will, wie Dara sich selbst zerlegt, braucht nur irgendein Video von Dara schauen. Absolut, absolut. Aber hier hat er das so schön kondensiert auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, ich hatte das Video schon für über einem Jahr auf dem Kika, aber damals hatte ich gerade anderes zu tun. Ja, aber jetzt habe ich ja Zeit und kann reagieren. Und wie gesagt, es ist wirklich so symptomatisch für diese gesamte Woke-Bubble. Endlich Sachen machen, die sie eigentlich nicht wollen. Oder wofür sie eigentlich nicht gestanden haben. Aber so sieht nun mal die realistische Regierungsarbeit aus. Auch die Linken in den Landesparlamenten, wo sie mitregieren, müssen ständig irgendwelche Sachen machen, die sie eigentlich nicht tun wollen.
Beistand unserer olivgrünen Menschenrechtskrieger braucht? Aber nee, war das nicht irgendwie andersherum? Führt nicht Saudi-Arabien seit Jahren einen aggressiven Angriffskrieg gegen den Jemen mit hunderttausenden zivilen Opfern? Naja, aber eben deshalb gibt's ja auch einen ganz großen Unterschied bei Saudi-Arabien im Vergleich zur Ukraine. Wir liefern direkt nicht nach Saudi-Arabien. Es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland nach Saudi-Arabien. Also die müssen das Volk wirklich für komplett geistesgestört halten. Also wer das hier, wer den diese Äußerung hier durchgehen lässt, also unfassbar. Saudi-Arabien. Ja, direkt, die Waffen, die müssen erstmal durch ein anderes Land durch. Was, wenn die von Deutschland nach Saudi-Arabien sollen, auch gar nicht so schwierig ist. Ich weiß nicht, wie gut ihr in Erdkunde aufgepasst habt, zwischen Deutsch, also zwischen Mitte Europa und der arabischen Halbinsel, da liegen so einige Länder. Wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ja, also das haben wir jetzt hoffentlich alle begriffen. Die Grüne Friedenspartei beliefert Aggressoren, die dann auch noch die Menschenrechte mit Füßen treten. Natürlich nicht direkt mit Waffen. Nein, das ginge ja gar nicht. Wenn Aggressoren beliefert werden, dann muss das tödliche Gerät natürlich einen Umweg über andere Länder machen. Warte, MT aus HB schreibt gerade: Heute hat doch die Antifa die Zentrale von Rheinmetall vor einer Demo beschützt. Das war schon sehr Dara-esque. Was? Schick den Artikel mal in den Chat. Schick den Artikel mal in den Chat. Machen, bevor es zum Einsatz kommt. Boah, was sind das für verlogene Heuchler? Ja, verwandt nicht. Ja. Selbst die Großen. Ja, sie haben recht und mir fällt gerade keine Lüge ein, mit der ich sie diskreditieren kann. Ja. Das ist so toll, Dara reagiert. Er fühlt sich die ganze Zeit überlegen, aber er hat keine Argumente. Die Koalition unter Angela Merkel hatte die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien gestoppt, nachdem man dort den Journalisten Khashoggi zersägt hatte. Da gab es aber auch keine Gaskrise und es gab keinen Überfall in der Form wie heute von Russland auf die Ukraine. So, das Ding ist halt, wir können natürlich auch einfach die Wirtschaft komplett an die Wand fahren. Und man muss sich natürlich fragen, ja, war das denn wirklich nötig, dort Waffenexporte wieder zuzulassen? Aber das Ding ist nun mal, dass wahrscheinlich, wenn du es nicht machst und Saudi-Arabien... Ja, schaut euch an, wie er sich Gründe ausdeckt, die dafür sprechen könnte, Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern. Nach Saudi-Arabien. Arabien dann einfach das Gas nicht liefert. Ja. Naja, so, dann heißt es wieder von ihrer Ecke aus, ja, was ist das denn? Guck mal, wie die Grünen die Wirtschaft vor die Wand fahren. Also, die können es halt auch. Nein, heißt es nicht. Wir hatten billiges Gas aus Russland zur Genüge. Da brauchen wir nicht noch irgendwie Flüssiggas von der arabischen Halbinsel. Auch nicht richtig machen. Und das kann halt keine Regierung. Also, keine Regierung kann alles richtig machen. Das ist nun mal leider der Fall. So, man muss sich überlegen, wie man das ändern kann. Zum Beispiel mit sehr großen Investitionen in erneuerbare Energien. Das wäre mal was, damit wir unabhängig werden von Saudi-Arabien und von Russland. Es brauchte die Ampel. Alter, es ist so unfassbar. Es ist so unfassbar. Hut ab, also die Transatlantifa, wie man sie, glaube ich, nennen kann, diese antideutsche Antifa, die wirklich. Also die hat wirklich jedes Maß verloren. Ich zeige euch gleich mal den Tweet. Wartet, ich bin gleich da. Es ist wirklich jenseits von allem, was ein vernünftig denkender Mensch noch irgendwie sagen würde. Ja. Also hier, das Infoportal Düsseldorf, das ist offensichtlich eine Antifa-Seite. Es schreibt, vor dem Firmensitz der Rheinmetall AG wollten heute verschiedene israelfeindliche AkteurInnen, also gibt es eigentlich auch AkteurAußen? Nein, obwohl, das war jetzt ein blöder Spruch, ich lese nochmal. Vor dem Firmensitz der Rheinmetall AG wollten heute verschiedene israelfeindliche Akteure gegen Waffenlieferungen nach Israel protestieren. Es gibt viele gute Gründe, den Rüstungskonzern Rheinmetall zu kritisieren. Antisemitische Motive zählen nicht dazu. Alter, wenn man Waffen nicht in ein Kriegsgebiet liefern soll, dann ist man nicht nur ein rechtsradikaler Putin-Fan, neuerdings ist man dann auch noch ein Antisemit. Ihr habt die Transatlantifa gehört. Es ist unfassbar. Zugleich sind Aktionen an zwei weiteren Standorten des Rüstungskonzerns geplant. Im Unterschied zu den
Im Unterschied zu den Protesten in Berlin und München wird für Düsseldorf keine konkrete Gruppe genannt. Dazu heißt es lapidar, dass diese von unabhängigen Einzelpersonen organisiert wird. Hey, es ist so verrückt. Also hier demonstriert die Friedensbewegung gegen Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet und die Antifa schreibt, ja, wir müssen für Rheinmetall demonstrieren, die sollen gefährlichst Waffen in ein Kriegsgebiet verkünden. Wer Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ablehnt, der ist ein böser Antisemitenschwurbler, sonst was. Es ist so irre. Und jetzt schaut euch an, wie das Infoportal Düsseldorf diese unfassbare Hetze gegen die Friedensbewegung hier verteidigt. Diejenigen, die absurde Behauptung aufstellen, dass dieser Account Rheinmetall verteidigen würde, sei die Bildbeschreibung zum Schwarz-Weiß-Foto empfohlen. Bei gestriger Versammlung in Düsseldorf war das antimilitaristische Bündnis AE Entwaffnen offenbar nicht grundlos inaktiv. Es ist so komplett, was soll man dazu noch sagen? Also Israel führt gerade einen brutalen Krieg gegen Gaza und wenn man sich dagegen, also mit mehr zivilen Todesopfern, als es mittlerweile in der Ukraine gegeben hat, also ein paar Monate Krieg in Gaza, mehr Todesopfer als in über anderthalb Jahren Ukraine-Krieg. Das sind die Zahlen, die wir gerade aus Gaza bekommen. Israel bombardiert da extrem dicht besiedelte Gebiete. Und wenn man sich jetzt gegen Waffenlieferung ausspricht, dann ist man offenbar ja kein rechtsradikaler Putin-Fan mehr oder ein Rechtspopulist oder ein Schwurbler, sondern jetzt ist man dann auch noch Antisemit. Also der Diskurs in Deutschland wird von dieser Transatlantifa wirklich komplett zerstört. Also danke für, ich glaube, MT aus HB war das, der uns den Tweet hier gerade empfohlen hat. Es ist so irre. Also das passiert, wenn die Linke sich von Leuten wie Dara unterwandern lässt. Also so wird man dann. Dann will man Waffen in ein Land, was brutale Kriegsverbrechen begeht, liefern. Mit den Hochmut. Aber das sind wahrscheinlich Vorschläge, die wird Sarah Wagenknecht als Mitglied der Linken selbstverständlich auch machen. Moralischen Grünen, um die Rüstungskooperation mit den islamistischen Golfdiktatoren wieder aufzunehmen. Aber selbstverständlich liefern wir nicht direkt. So viel Korrektheit muss sein. Die Rüstungsindustrie dürfte es den Grünen danken. Die Saudis dagegen, undankbar wie sie sind, haben trotz der grünen Unterstützung beim Bomben und Morden die Ölfördermengen reduziert. Die Folge. Weil Saudi-Arabien eben die eigenen Interessen vertritt. Und das macht es im Rahmen der OPEC Plus, wo übrigens auch Russland drin sitzt. Bekommen wir jetzt ja schon wieder an der Zapfsäule zu spüren. Aber vielleicht muss einfach unser grüner Menschenrechtswirtschaftsminister Habeck persönlich nochmal hinfahren und wieder so einen schönen Bückling machen wie in Katar. Naja, so viel hat er allerdings auch nicht gebracht. Aber es gibt Hoffnung. Wenn die Grünen noch lange regieren, dann brauchen wir vielleicht auch die ganze eklige fossile Energie nicht mehr. Ja, aber Moment mal. Das geht doch nicht Hand in Hand, was sie da sagt. Also, so, wir machen ja nicht die Waffendeals mit Saudi-Arabien, beziehen deren Gas, damit uns gleichzeitig Deindustrialisierung drohen würde. Sondern indem der Deal mit Saudi-Arabien gemacht wird, wird nun mal die Deindustrialisierung von Deutschland verhindert. Aber hier im Zeitungsartikel steht das nun mal. Also ihr habt es gerade gehört, aus jeder noch so brutalen Diktatur dürfen wir Waffen beziehen. In jede noch so brutale Diktatur, die andere Länder überfällt, dürfen wir Waffen liefern, solange das der deutschen Wirtschaft nutzt und es dem westlichen Bündnis dient. Also, es ist so toll. Also wenn man das in Bezug auf Russland sagt, dass wir uns da von unserer billigen Energie abschneiden, dass das zu einer Deindustrialisierung führt, die man ja auch empirisch sehr gut messen kann. Dann ist man ein Verschwörungstheoretiker und was weiß ich. Aber er selbst begründet jetzt, dass diese Deindustrialisierung, die ja eine Verschwörungstheorie ist, die zu verhindern eben das Ziel der deutschen Handelsbeziehung mit Saudi-Arabien ist. Also diese Typen sind so durch. Die haben keine konsistente Argumentation, die haben kein konsistentes Handeln. Die versuchen nur, gegen ihre politischen Gegner zu hetzen und sie aufs Übelste zu diffamieren. Mal, Deutschland droht die Deindustrialisierung. So, wenn das da jetzt steht, dann wird das ja jetzt immer noch so sein. Also nicht, weil diese Partei irgendeinen Beitrag dazu... Fangt mir im Chat bitte nicht mit Michael Roth an. Also SPD, Grüne, die sind komplett von diesen transatlantischen neoliberalen Brokisten unterwandert, beziehungsweise kontrolliert. Die haben diese Ideologie völlig angenommen. Wie gesagt, Transatlantizismus, Neoliberalismus, Wokismus, der heilige Dreiklang des deutschen Establishments, dem müssen wir uns komplett entgegenstellen.
leisten würde, dass plötzlich so viele innovative Technologien erfunden werden. Und ich sage es deswegen auch immer wieder, SPD und Grüne sind unsere Gegner. Das sind nicht unsere Verbündeten. Das ist niemand, mit dem wir koalieren können. Das sind unsere politischen Gegner. Unser Ziel sollte nicht sein, mit denen irgendwann zusammenzuarbeiten, sondern unser Ziel sollte die Zerstörung von SPD und Grünen sein. Einsatz kommen, dass wir tatsächlich keine Kohle, kein Öl und kein fossiles Gas mehr brauchen und verfeuern müssen, das wäre ja sehr wünschenswert. Aber danach sieht es überhaupt nicht aus. Ja. Was die Grünen allerdings gut und gerne schaffen könnten, das ist, unseren Hauptverbraucher von Energie, nämlich die deutsche Industrie, so zu schädigen und zu dezimieren, dass das Einhalten der Klimaziele plötzlich ganz einfach wird. Denn die Wahrheit ist doch, und so richtig können Habeck und Co. das auch nie verbergen. Das stimmt übrigens. Also eines der Länder, was die stärkste CO2-Reduktion seit 1990 geschafft hat, ist übrigens lustigerweise Russland. Eben weil Russland sich in den 90er Jahren so stark deindustrialisiert hat. Also eine Deindustrialisierung führt natürlich auch zu einem Rückgang der CO2-Emissionen. Dass die Grünen teure Energie eigentlich gar nicht so schlecht finden. Immerhin hatten sie schon vor dem Ukraine-Krieg die Position, nur teure Energie ist gute Energie. Und kleiner Unterschied, wenn ich da eine CO2-Bepreisung drauf tue, dann sammle ich diese Kosten ja dann über den Staat wieder irgendwo ein. Aber jetzt gerade ist die Energie teuer, ohne dass das durch eine Steuer entsteht. Das heißt, da gräbt sich der Staat jetzt nur geringfügig dann mehr ab. Eine Steuer kommt ja von Steuern. Das heißt, darüber steuere ich auch, wie viel zum Beispiel gekauft wird und verkauft wird. Und dementsprechend auch verbraucht wird. Und das passiert halt jetzt gerade nicht. Deswegen ist es, also gerade sie, die ja immer die Wirtschaftsmythen aufklärt, müsste sowas eigentlich sehr gut erklären können. Aber naja, was erwarten wir eigentlich hier? Und deswegen haben sie damals die tolle Ja, Dara, du hast Stroman widerlegt. Herzlichen Glückwunsch. Also, das war natürlich richtig, was Dara da gerade gesagt hat, aber Wanknecht hat auch nie was anderes behauptet. CO2-Abgabe durchgesetzt, die Sprit, Gas und Heizöl systematisch verteuern sollte. Ja. Andere Alternativen dann selbstverständlich. Ich würde nicht sagen, dass Dara dumm ist. Ich glaube, dass er genau weiß, dass er Lügen verbreitet. Ich glaube, dass er genau weiß, was er da tut. Wie das dann moralisch zu bewerten ist, das könnt ihr selbst entscheiden. Aber ich würde nicht sagen, dass er dumm ist. Das würde ich auch über Leute wie Shoyoka nicht sagen. Attraktiver gemacht hätte mit der Zeit. Und jemand, der es sich leisten kann, könnte immer noch darauf setzen, das Geld, was dann zusammenkommt, dadurch, dass da ja eine Steuer drauf fällt, beispielsweise, wenn das so ein Modell wäre, das kann man dann wieder nutzen, um beispielsweise die erneuerbaren Energien auszubauen. Und der Besitzer eines Diesel-Mittelklassewagens auf dem Land, dem wurde dann eben empfohlen, auf den nicht vorhandenen öffentlichen Verkehr umzusteigen. Wie gesagt, alle Lügen, die Dara verbreitet. Ich gehe davon aus, dass er komplett weiß, dass das Lügen sind. Ich gehe davon aus, dass er das aus politischer Strategie tut, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Was man ja dann hätte damit bezahlen können. Also es ist ja nicht so, dass dort irgendwie sowas eingerichtet wird, ohne die Alternative. Also, ne, sie fährt da voll dieses Narrativ, die sind halt alles Vollidioten. Die kommen halt, die würfeln halt einfach ihre politischen Positionen aus und haben halt gar kein Konzept. Und das ist eine Art und Weise, weil wie gesagt, ich bin auch nicht kein Grüner. Ne? So, ich bin in der Partei Die Linke. So, und gerade die Linken sollten daran interessiert sein, was die Wahrheit ist. Und wenn sie die Grünen kritisieren, dann auch bitte konstruktiv mit der Wahrheit. Ja, die Grünen betreiben gerade eine Deindustrialisierung in Deutschland. Die Produktion der energieintensiven Industrie ist aktuell 20% unter der vom Vorkriegsniveau. Im Herbst 2022 sah es, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm aus, aber da war sie schon gut auf dem Weg. Und angesichts der damals schon explodierenden Energiepreise war das auch abzusehen, dass die energieintensive Industrie abwandert, genauso wie Wanknecht es gesagt hat. Das ist die Wahrheit. Wenn man das als Verschwörungstheorie bezeichnet oder als Lüge, dann lügt man selbst. Dann leugnet man die Wahrheit. Das ist ja der ganze Punkt. Wahrheit und nicht eben mit diesem billigen Populismus, der nur dazu dienen soll, dass Menschen misstrauisch werden gegenüber der Regierung, gegenüber der Demokratie an sich und damit die ganzen Leute zu den Rechten rennen. Oder sich halt ein E-Auto zu kaufen. Und wenn die Heizkosten über den Kopf wachsen, also, Zilver da im Chat, ich glaube, dass Dara genau weiß, dass das Lügen sind. Wenn er anderen Leuten unterstellt, sie hätten etwas gesagt, was sie niemals gesagt haben, und er dann auch, nachdem man ihn korrigiert, komplett Korrekturen abblockt, dann weiß er ja, dass das gelogen ist. Er denkt sich einfach Lügen über andere Leute aus, um sie zu diskreditieren. Und er hat sich dann verhoben bei KuchenTV, aber das hat er nicht aus Dummheit gemacht, sondern er hat sich verzockt. Er hat einem zu Großen angegriffen und er hat sich zu offensichtlich lächerlich gemacht. Aber bei anderen kleineren Creatoren wie bei einem Erwin, da kann man es ja machen. Also, ihr seht ja, wie er auf Twitch agiert. Ich meine, die ganzen hier im Twitch-Chat, die sind ja auch in anderen Twitch-Chats manchmal unterwegs. Also, ihr wisst ja, wie Dara agiert. Der macht das schon absichtlich. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass dem so ist.
eine Wärmepumpe installiert. Also frei nach dem Motto der einstigen französischen Königin Marie Antoinette. Was beschweren sich die Leute, dass das Brot so teuer wird? Dann sollen sie doch Kuchen essen. Hat sie übrigens nie gesagt, wurde ihr angedichtet. Dann begann der Ukraine-Krieg. Und auf ihn folgten die vor allem von den Grünen vom ersten Tag an mit größter Begeisterung unterstützten Sanktionen gegen Russland, die die Preise für Gas, Strom, Sprit und Heizöl dann so richtig zum Explodieren brachten. Der Präsident der deutschen Industrie- und Handelskammer warnt mittlerweile, dass, wenn die Energiepreise nicht sinken, in spätestens 6 Monaten zehntausende Betriebe in Deutschland unwiederbringlich die Lichter ausgehen werden. Ja, und das gilt ausdrücklich auch, wenn die derzeit... Was wir dann gesehen haben, googelt den Produktionsindex der energieintensiven Industriezweige. 20% die Produktion unter der von vor Kriegsbeginn. Das sehen wir aktuell in Deutschland. Also diese Prognosen, die erweisen sich jetzt wahr. Unsere Wirtschaft stürzt ab und gerade die energieintensive Industrie wandert dauerhaft ab. Derzeitigen Pläne der Expertenkommission zur Gaspreisbremse umgesetzt. Ja, aber es werden ja Maßnahmen ergriffen von den Grünen. Das hat sie ja gerade sogar gezeigt. Wenn die Grünen eine Maßnahme ergreifen, beziehungsweise die Bundesregierung, gegen die Deindustrialisierung von Deutschland, dann ist das... Wie gesagt, also ich sage jetzt nicht, dass Dara ein politisches Genie ist, aber auch diese Diffamierung von Skouros. Skouros galt in dieser Walkenblase ja als die Verleumdung, die du da gerade in den Chat geschrieben hast. Also das, und da dachte Dara, Mensch, jetzt kann ich Skouros auch so verleumden. Ich kann hier versuchen, diesen Meinungskampf durch diese Diffamierung zu gewinnen. Skouros halt mehr Reichweite hat und dass Skouros sich davon nicht einschüchtern lässt. Also da hat er sich verzockt, aber er hat das nicht getan, weil er nicht darüber nachgedacht hat, sondern weil er eine Fehlkalkulation begangen hat. Und kalkuliert das schon durch, was er macht. Aber ist die RTL2, hey, nichts gegen Machiavelli, der war ein wichtiger politischer Theoretiker. Das ist wieder falsch, weil, guck mal, die Grünen, die verraten ihre Werte, weil die setzen auf Gas- und Ölimporte und sowas. Ne? Und dann heißt es halt immer, die Grünen sind so ideologisch, gleichzeitig. Aber in Wirklichkeit sind sie gerade total pragmatisch. Aber wenn sie pragmatisch sind, dann guck mal, was... So, sorry, Machiavelli. Ich weiß nicht, ob ihr Il Principe kennt, aber der spricht sich da schon für die Einhaltung moralischer Werte aus. Und der spricht sich da übrigens auch dafür aus, dass man das gemeine Volk nicht zu sehr belasten solle, da das gemeine Volk eben nur ein Interesse daran habe, nicht von den hohen Herren unterdrückt zu werden. Die hohen Herren aber ein Interesse daran hätten, das allgemeine Volk zu unterdrücken. Deswegen solle man sich beim Volk als Herrscher beliebt machen. Das ist ja etwas, wogegen Dara sich hier ausspricht. Also er... gibt die Empfehlung für eine absolut antimachiavellistische, eine elitistische Politik. Also Machiavelli hat sich ja in gewisser Weise schon für eine populare, eine populistische, nennt es wie ihr wollt, Politik ausgesprochen, die eben die Interessen des Volkes auch mit einbezieht. Also Machiavelli hat ja geschrieben, dass der gute Wille des Volkes eher beschützt als eine gut ausgebaute Stadtmauer beziehungsweise eine gut ausgebaute Festung. Also das war ja bei Machiavelli schon auch drin. Was für Heuchler. Diese Wokisten operieren ja wirklich gegen die Interessen von 90% der Bevölkerung. Also diese Sanktionen, die machen ja Strom, Gas, Heizen, alles machen sie teurer. Kann man doch jetzt nicht, oder Habecks bescheuertes Heizungsgesetz. Da ist übrigens auch ein Artikel in den Nachdenkseiten, der das mal aus machiavellistischer Perspektive beleuchtet und zeigt, dass Habecks Kalkulation beim Heizungsgesetz tatsächlich selbst aus rein machtpolitischer Perspektive gar nicht mal so schlau war. Werden, weil sie für viele Unternehmen die Teuerung kaum abfedern. In immer mehr Firmenzentralen wird auch über Betriebsverlagerungen nachgedacht, was freilich nur für die Größeren eine Lösung ist und ausschließlich die Aktionäre und nicht die Beschäftigten rettet. Eine couragierte Bäckerin, die um das Überleben ihrer Bäckerei kämpft, ein Familienbetrieb, den schon der Urgroßvater aufgebaut hat, die hat mit mir vor kurzem gesprochen und sie hat mir anhand ganz konkreter Zahlen... Gut, dass sie sachlich bleibt. ...erläutert, warum es auch bei Umsetzung der derzeit geplanten Gaspreisbremse bald keinen einzigen unabhängigen Bäcker in Deutschland mehr geben wird. Weil der Gaspreis sich für sie sage und schreibe verzehnfacht hat. Günni hat schon den Artikel gefunden. Vielen Dank, Günni. Also ihr müsst wahrscheinlich nur Machiavelli, Habeck, Nachdenkseiten eingeben, dann werdet ihr den auf einer Suchmaschine wahrscheinlich auch finden. Und ein Brot in Zukunft 8 € kosten müsste, um die Mehrkosten aufgrund der Preissteigerung von Gas, von Strom, von Mehl wieder reinzuholen. 8 €. Ja, Brote für 8 €. Die kann man wahrscheinlich noch nicht mal in den hippen Trendvierteln verkaufen, wo unsere lieben Grünen wählen. Aber im Rest des Landes sowieso nicht, weil sich die normalen Leute sowas schlicht nicht leisten könnten. Und auch, wenn das hausgemachte Brot der unabhängigen Bäcker 10-mal so gut schmeckt wie die industriell hergestellten Standardmischungen. Trotzdem hätten diese Bäcker keine Chance. Und die Bäckerin hat übrigens versucht, viele Politiker auf ihre verzweifelte Situation hinzuweisen. Und der war deshalb auch im Wirtschaftsministerium, wo sie zwar nicht Habeck selbst, aber immerhin einen Staatssekretär von ihm zu sprechen bekam. Und wisst ihr, was der ihr als Lösung für ihre Probleme empfohlen hat?
Sie soll doch ein Solardach auf ihre Bäckerei setzen, dann wäre das alles doch gar nicht mehr so schlimm. Ja, klar. Und wenn die Sonne nicht scheint, dann gibt's halt kein Brot. Ganz abgesehen davon, dass die Frau nicht ansatzweise ein so großes Dach hat, das müsste nämlich dann riesig sein, dass man, selbst bei schönstem Sommerwetter, damit einen Backofen betreiben könnte. Aber genau das sind die Grünen. Abgehoben, selbstgefällig, inkompetent und völlig unbekümmert, ob des Desasters, das sie in unserem Land anrichten. Das Ding ist halt, das läuft halt alles immer darauf hinaus. Sie möchte einfach, dass wir uns Putin unterwerfen. Das ist ja das, was sie am Ende da vorschlägt. Ne, so, wenn wir uns Putin unterwerfen würden, hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Wir sollten nicht vergessen, es war Habeck. Sie möchte einfach, dass wir uns Putin unterwerfen. Das ist ja das, was sie am Ende da vorschlägt. Ne, so, wenn wir uns Putin unterwerfen würden, hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Wir sollten nicht... Hör zu, wie abgedreht das ist. Ganz normal Handel mit Russland zu betreiben, heißt sich Putin zu unterwerfen. Ich nehme mal an, wenn wir Getreide aus Frankreich importieren, dann unterwerfen wir uns Macron. Oder wenn wir, keine Ahnung, Fisch aus Großbritannien importieren, dann unterwerfen wir uns Rishi Sunak. Also, wenn man das mal auf andere Länder überträgt, da merkt man schon, wie komplett abseits von allem Vernünftigen das ist. Wir unterwerfen uns lieber den Amis. Ja, aber den unterwerfen wir uns tatsächlich. Von denen haben wir nämlich Militärbasen auf unserem Staatsgebiet, über die wir nicht frei verfügen dürfen. Für die führen, also denen helfen wir bei ihren weltweiten Drohnenmorden. Für die haben wir Atomwaffen hier stationiert. Deren Digitalkonzerne kontrollieren komplett unsere digitale Infrastruktur. Also, denen sind wir tatsächlich unterworfen. In jedweder Hinsicht. Für die führen wir auch, also für die weltweite amerikanische Hegemonie führen wir auch gerade einen brutalen Wirtschaftskrieg, der uns deindustrialisiert. Das sind ja alles Tatsachen. Aber wenn wir mit Russland ganz normal Handel treiben, dann unterwerfen wir uns Putin. Also, ja, man möchte sich eigentlich die ganze Zeit an den Kopf fassen, wenn er auf Dara reagiert. Vergessen, es war Habeck, der mit der Gasumlage zunächst ja sogar noch einen obendrauf setzen wollte und die Gaspreise zusätzlich... Der Geselle, natürlich darfst du das schreiben, aber da bist du leider ein Anti-Amerikanist, ein Schwurbler, wahrscheinlich auch ein Rechtsradikaler, ein Antisemit oder ein Reichsbürger. Aber du darfst das natürlich schreiben. Bis dann der Verfassungsschutz kommt und Nancy Faeser das verbietet. Aber du darfst es noch schreiben. Zumindest in meinem Chat. ...in die Höhe treiben wollte, auch wenn dieses abenteuerliche Vorhaben dann selbst seinen Ampelkollegen offenbar zu viel war. Aber mögen noch so viele Bäcker und andere kleine und mittelständische Unternehmen in den Ruin getrieben werden, der Wirtschaftsminister... Die redet komplett in unseren Drakon, hat vor ein paar Wochen geguckt, wo es um eine Bäckerei... Ich hab's ja schon gesagt, Drakon brauchen wir uns jetzt nicht ansehen. Ich hatte es ja schon gesagt, bei diesen Walkisten wird man weggebannt, wenn man einmal Kritik im Chat äußert. Also bei Prunky, da wurde ich gebannt, weil ich ihm erklärt habe, wie Inflation funktioniert. Bei Dekaldent, da wurde ich gebannt, weil ich die Grünen kritisiert habe. Bei Dara wurde ich aus unerfindlichen Gründen gebannt, weiß ich gar nicht mehr, warum ich da... Stimmt, weil ich ein Diagramm kommentiert habe, das darüber referiert hat, ob es zwei oder mehr Geschlechter gibt. Und... ich dort zwei lokale Maxima, sprich zwei Geschlechter erkannt habe. Und das war natürlich ganz böse, sowas darf man nicht. Und bei Finessi wurde ich gebannt, weil ich geschrieben habe, dass nicht jeder gleich transfeindlich oder rassistisch ist, der den Wokismus kritisiert. Also ihr seht, diese Wokisten, die sind nicht interessiert an Diskurs. Sie wollen andere Meinungen wegcanceln, sie wollen andere Meinungen verbieten. Bei Prunky wurde ich wegen meiner, ja, ich sag's ja, Prunky ist völlig keine Neoliberal. Also, oder zumindest dem Neoliberalismus zugeneigt, der wird es wahrscheinlich leugnen, wenn man ihn darauf anspricht, weil er ja in der Partei Die Linke ist und er weiß, dass ihm das öffentlich so wurde Agitator des Marktes wegen transfeindlicher Hetze gebannt. Ja, weil ich halt nach Belegen für Wagenknechts angebliche Transfeindlichkeit gefragt habe und natürlich konnte Finessi nichts nennen. Sie hat gesagt, oh, da gibt es so viele Belege. Nein, es gibt keine Belege. Wie gesagt, auf den Ausschnitt mit Finessi müssen wir vielleicht auch mal reagieren. Also das, die hat sich ja wirklich anders blamiert. Ja, ich sag's ja. Bei Dekaltent wurde man früher auch gebannt, wenn man was über Karl Marx in den Chat geschrieben hat. Mittlerweile ist das anders. Mittlerweile scheint Dekaltent in einigen Bereichen tatsächlich zur Vernunft gekommen zu sein. Ich wundere mich auch ein bisschen über Dekaltent. Der hat ja seit dem Sommer, seitdem er zum Wahlbetrug aufgerufen hatte, danach zumindest keine super losten Takes mehr rausgehauen, zumindest keine, von denen ich mitbekommen hätte. Bäcker und das auch nur, wenn die Sonne sehr stark scheint. Minister bleibt unerschütterlich. Ja, Jungmoral Apostel, das würde ich dich, glaube ich, auch bannen. Immer uns drückt und was immer uns beutelt und welche Not wir auszuhalten haben. Putin darf nicht gewinnen. Nicht auf dem Schlachtfeld und nicht bei dem Wirtschaftskrieg gegen Europa und gegen Deutschland. Ja, dass Putin auf dem Schlachtfeld gewinnt, dafür spricht gegenwärtig tatsächlich wenig und das ist sicher auch gut so. Heißt allerdings noch lange nicht, dass die Ukraine... Ja, merkwürdig, ne? Ich dachte, Russland kann nicht besiegt werden von der Ukraine. ...diesen Krieg militärisch gewinnen kann.
aber den wird... Kann es ja auch nicht. Also auf meinem Kanal ist, wenn dieses Video online kommt, auch schon meine Reaktion auf Markus Reisner online gegangen. Das konnte Dara damals noch nicht wissen, aber mittlerweile sagt selbst das österreichische Bundesheer, dass die ukrainische Sommeroffensive gescheitert ist. Und der Oberkommandierende der ukrainischen Landstreitkräfte, Saluzhny, sagt, dass die Ukraine keine Offensiven mehr starten kann, wenn der Westen nicht noch viel mehr Waffen liefern, beziehungsweise die Ukraine eine Wunderwaffe hätte. Also das ist mittlerweile die Wortwahl. Die Ukraine braucht eine Wunderwaffe, um zu gewinnen. Die mobilisiert auch mittlerweile alte Frauen, also Frauen mittlerweile nur in medizinischen Berufen, die werden noch nicht als Soldaten herangezogen, aber wer weiß, vielleicht kommt das noch, wenn die Ukraine noch weiter ausblutet. Das geschieht ja gerade in einem atemberaubenden Tempo. Wirtschaftskrieg, den hat Putin doch längst gewonnen. Schaut euch mal... Also Frauen mit einer gewissen medizinischen Ausbildung, die dürfen aus der Ukraine gerade... ukrainische V2 oder so, ja. Frauen mit einer gewissen medizinischen Ausbildung, die dürfen aus der Ukraine gerade nicht ausreisen. Die werden da dann eingezogen. Also das ist, da ist die Ukraine schon. Und vielleicht wird das bald auf alle Frauen im wehrfähigen Alter ausgeweitet. Wer weiß. Diese Grafik des Economist an. Man sieht da sehr schön, wie sich die Wachstumsraten oder eben auch Schrumpfungsraten, das ist es ja in Europa inzwischen, es gab mal eine Zeit, da hätte Sarah Wagenknecht gesagt, rein auf das Wirtschaftswachstum zu schauen, sorgt dafür, dass man eine falsche Vorstellung von Wirtschaft erhält. Aber wenn es halt... Wir brauchen einen Echtzeitindikator, um zu schauen, was diese Sanktionen unserer Wirtschaft antun. Und was tut dann ein Linker, der materialistisch argumentiert, ja, Wirtschaft ist ja nicht alles. Also ihr seht, diese Wokisten sind antimaterialistisch, die haben ein subjektiv-idealistisches Weltbild. Das ist nicht unsere Analyse. Von solchen Leuten sollte man sich auch schon deswegen fernhalten, weil sie einen völlig fehlgeleiteten Zugang zur Welt haben. Gerade nützlich ist, in diesem Fall, fuck it. In den letzten Monaten entwickelt haben und wie die Vorhersage für die Zukunft ist. Und das ist eine Berechnung von Goldman Sachs, also man kann davon ausgehen, das ist keine russische Desinformationskampagne. Also ja, aber es ist... Ja, ihr seht's hier. Russland hat sich damals schon stärker erholt und das russische BIP ist heute 1% größer als zu Kriegsbeginn. Während das BIP in Deutschland immer weiter abrutscht, wächst das russische BIP. Also, und ihr seht, Anfang 2020 gab es ja schon starke Erholungstendenzen. Also die russische Wirtschaft ist tatsächlich zu Beginn des Krieges relativ stark eingebrochen, hat sich dann aber auch stark wieder erholt. Und jetzt sehen wir, dass dieser Wirtschaftskrieg Russland langfristig weniger schaden wird als der Europäischen Union. Also das sind die aktuellen Zahlen. Es kann sich natürlich noch verschieben, es kann sich noch ändern, aber aktuell sieht es so aus. Das ist immer noch Goldman Sachs und Goldman Sachs, genauso wie viele andere solcher Institutionen, lagen schon sehr häufig mit ihren Prognosen falsch, weil, naja. Stimmt, die sind alle so russlandfreundlich. Nein, das hat Dara natürlich nicht gesagt und er würde sich auch noch lächerlicher machen, als er eh schon ist, wenn er das sagen würde. Aber solche Institutionen sind ja eher dafür bekannt, dass sie anti-westliche Länder zu schlecht einschätzen und nicht westliche Länder. Diverse Gründe. Wie dem auch sei, Russland war auch ziemlich unten. Jetzt gehen sie halt irgendwie nach oben. Das ist sehr leicht übrigens. Wenn du erstmal richtig weit nach unten gehst, ist es nicht so schwer, sehr stark wieder zu wachsen. Ne, wenn du von 100.000 auf 1.000 runtergehst. Der Geselle, also das ist jetzt schon eine Verschwörungstheorie. Die Amis würden doch niemals eine Pipeline sprengen. Außer vielleicht in der Amtszeit von Ronald Reagan. Damals haben sie nämlich tatsächlich falsche Bauteile in die Sowjetunion eingeschmuggelt und damit zur Sprengung einer Pipeline beigetragen. Vielleicht kennt ihr ja die Dokumentation Die Methode Reagan. Das ist eine Art Dokumentation, die gibt's hier auf YouTube. Schaut euch die gerne an. Aber außer vielleicht damals, aber heute, da würden die USA das doch niemals machen. Ich meine, und auch Journalisten, die darüber berichten, also Seymour Hersh, einer der bekanntesten und renommiertesten Investigativ-Journalisten der Welt, der ist ein Verschwörungstheoretiker, weil er das jetzt behauptet. Also kannst du sowas doch nicht glauben. Also unsere Politiker würden uns ja auch niemals anlügen. Die würden ja auch nicht die Ermittlungen boykottieren. Also dass mehr als 10-mal so viele Leute am Reuss-Rollator-Putsch rumermitteln als an der Nord Stream-Sprengung hier in Deutschland, das ist reinster Zufall, dass die westlichen Länder nicht bereit sind zu kooperieren und dass beispielsweise Deutschland Ermittlungen des UN-Sicherheitsrates ablehnt. Also das ist alles Zufall, dass Russland diese Ermittlungen fordert und Russland Ermittlungen auf internationaler Ebene vorantreiben will. Das machen die bösen Russen wahrscheinlich nur, weil, ja, weiß ich nicht. Also Strack-Zimmermann würde sagen, weil sie die Pipeline selbst gesprengt haben. Ich meine, die Guten dürfen natürlich Verschwörungstheorien verbreiten. Also auf einen Strack-Zimmermann geht niemand los, wenn sie sagt,
die Russen haben es gesprengt, aber der Lafontaine und die Wagenknecht, die werden von allen Seiten kritisiert, wenn sie die Täterschaft der USA auch nur in Erwägung ziehen. Und dann haust du 5.000 obendrauf. Dann hast du dich nun mal verfünffacht oder beziehungsweise dann versechsfacht. Bullshit. Also ich habe mir die Grafiken jetzt vor Beginn des Interviews nicht nochmal rausgesucht. Ich hatte sie damals schon in meiner Reaktion auf das Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing. Seltsame Kritik im Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing an Michael Lüders heißt das Video, glaube ich, könnt ihr auf meinem Zweitkanal noch finden. Da habe ich all die Statistiken gezeigt. Also die russische Wirtschaft, die hat sich tatsächlich sehr stark erholt, auch wenn man sich den absoluten BIP-Index anguckt und nicht relative Veränderungen zu irgendeiner Vorperiode. Wenn du aber. Also Russland ist oberhalb des BIP-Niveaus von vor Kriegsbeginn. Also das reicht mittlerweile. Das reicht, glaube ich, als Information. Wenn du 100.000 bist und verlierst 5.000. Gut erholt, das hat was damit zu tun, dass also, eben zwar der Westen die russische. Sorry, das Mathe-Genie musste ich immer überspulen. Das war mir jetzt echt zu dumm. Rohstoffe und Energie nicht mehr kauft, aber sehr viele andere Länder sich freuen, wenn sie russisches Öl, russisches Gas und andere russische Produkte bekommen. Ja, und dadurch sieht es jetzt so aus, dass bei Russland die Wachstumsraten, die erwarten. Günni, du bist der Beste. Ich müsste dir wahrscheinlich Gehalt zahlen, wenn du so weitermachst. Du suchst echt alles raus, was ich hier empfehle. Zumindest eigentlich die höchsten sind, die man in dieser Grafik erkennen kann. Die europäischen Länder dagegen, da geht es überall nach unten. Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland. Es ist überall ein Desaster und am schlimmsten getroffen, das hat ja auch der IWF vor kurzem noch einmal festgestellt, am schlimmsten getroffen wird Deutschland. Naja. Okay, sie wird bestimmt auch gleich auf die Gaspreisentwicklung eingehen. Ich gehe mal kurz zu Agrar heute. Gaspreise im freien Fall, volle Gasspeicher und neue Gaspolitik. Die Gaspreise, ihr seht es, die Gaspreise verzehnfachen sich oder ich erkenne es nicht ganz genau in der Grafik, verx-fachen sich, sind jetzt immer noch, dann fallen sie wieder stark und sind immer noch auf deutlich erhöhtem Niveau. Und das wird als Erfolg gefeiert. Also hey, die Gaspreise sind jetzt noch am dreifachen Niveau von Vorkriegsbeginn und nicht mehr auf dem zehnfachen, auf dem 15-fachen. Halleluja, das ist total der Erfolg. Die Gaspreise fallen immer weiter, sowohl in Europa als auch in den USA stürzen die Preise auf lange nicht bekannte Tiefstände. Die Kommission hat diese Woche eine Reihe von Vorschlägen zur Regulierung des Gasmarktes vorgelegt. Dazu gehören eine gemeinsame Einkaufsplattform und ein neuer Flüssiggaspreisindex. Wir machen jetzt Planwirtschaft, Leute. Und das bringt was. Gemeinsame Einkaufsplattform. Keine Ahnung, was das ist. Weiß nicht. Aber wir machen so eine Riesengenossenschaft, so eine Konsumgenossenschaft. Super gut. Wenn man sich diese Grafik anguckt, hat man dann nicht das Gefühl, das ist gar kein Wirtschaftskrieg gegen Russland. Das ist ein Wirtschaftskrieg gegen Deutschland und gegen Europa. Und es fällt einem irgendwie schwer zu glauben, dass das den Strategen in Washington, die das Drehbuch dafür geschrieben haben, gar nicht aufgefallen sein sollte. Weil eine Linie, die fehlt in dieser Grafik, das ist die der US-Wirtschaft. Die würde übrigens steil nach oben geben. Die würde alle anderen wahrscheinlich noch ausstechen. Aber als ob das alles nicht schon verheerend genug wäre, uns von der wichtigsten Existenz... Deutsche Sarah Wanknecht uns gerade darauf hinweisen, dass es in den USA Strippenzieher geben könnte, die das Ganze angeleiert haben und sich jetzt daran... Ja, absolut. Und was heißt angeleiert haben? Also die brauchen natürlich blöde Komplizen in Europa, die da mitmachen. Und wir haben sie in Form unserer Ampelregierung und in Form der EU-Kommission, die von der CDUlerin geführt wird, auf jeden Fall gefunden. An bereichern. Wir brauchen wirklich einen Dog-Whistle-Emote. Industrie, nämlich preiswerte Energie ab... gegen unsere das Ganze angeleiert haben und sich jetzt daran bereichern. Wir brauchen wirklich einen Dog-Whistle-Emote. Flipp das raus. Wir brauchen wirklich einen Dog-Whistle-Emote. Das beschreibt Dara ziemlich gut. Wenn der andere etwas sagt, dann argumentiere ich nicht gegen das, was er gesagt hat, sondern ich unterstelle ihm was und sage dann, er würde in Dog-Whistles sprechen und irgendetwas gesagt haben, was er nie gesagt hat. Also so argumentiert Dara, so argumentieren diese Leute. Nämlich preiswerter Energie abzuschneiden, zündelt Habeck neuerdings auch an den Handelsbeziehungen zu China, einem der wichtigsten Exportmärkte deutscher Unternehmen. Ja, und das Ergebnis ist vorhersehbar. Es deutet sich ja jetzt schon an, wenn Exporte nach China erschwert werden. Was passiert dann? Dann verlagern die Konzerne eben ihre Produktion noch mehr in das Reich der Mitte, um den Markt nicht zu verlieren. Und ich spekuliere hier nicht über Nord Stream. Ich hoffe, dass wir endlich eine vernünftige Regierung haben, die das Ganze aufklärt. Die aktuelle Regierung blockiert die Aufklärung und das ist eine Katastrophe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die linke Sarah Wagenknecht, everybody. Unternehmen, die schon da sind, die holen sich ihre Zuliefererteile vor Ort und nicht mehr aus Deutschland. Xi Jinping bedankt sich. Genau das möchte China nämlich auch. Und klar, die Gewinnbilanzen der DAX-Konzerne, da ist das kein so großes Problem. Für die Industriearbeitsplätze in Deutschland, die das Desaster der Russland-Sanktionen vielleicht gerade noch überlebt haben, für die allerdings kann das das endgültige Aus bedeuten.
Wie kann man nur so irre sein? Du bist... Apropos Dogmissals. Also ich denke, wenn Akidara sagt, meint er in Wirklichkeit Juden, davon bin ich mittlerweile fest überzeugt. Ja, absolut. Das muss so sein, das muss so sein. Ich habe es ja am Anfang gesagt, wir wollen uns nicht über Dara persönlich lustig machen, aber ja, das bezog sich natürlich gerade auf Daras damaliges Zitat, wenn jemand sagt, die Woken, wir müssen die Woken aufhalten, dann meint er in Wirklichkeit die Juden, davon bin ich mittlerweile fest überzeugt. Also, wirklich so ein kompletter Wahn, andere Leuten etwas zu unterstellen, was sie niemals gesagt haben. So eine typische antideutsche Strategie der Diskursvernichtung. Aber mögen manche meinen, zumindest fürs Klima tun die Grünen doch wirklich was. Und wenn wir den Klimawandel nicht stoppen, dann ist doch alles andere auch nichts mehr wert. Ich will jetzt gar nicht über die Frage reden, wie relevant der Klimawandel für die Menschheit noch ist, wenn im Ergebnis einer Ausweitung und Eskalation des Ukraine-Krieges irgendwann die schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Und ein starrer reagieren, ohne sich über ihn lustig zu machen, ein sehr ehrgeiziges Vorhaben. Absolut. Atomares Inferno große Teile der menschlichen Zivilisation auslöscht. Zu Recht, es zeigt wirklich seine Strategien der Diskursvernichtung. Er meinte das ernst. Er meint sowas absolut ernst, wenn er das sagt. Er redet das nicht einfach nur so spontan daher. Er unterstellt anderen Leuten dauernd so etwas. Das ist seine Strategie, um den gesellschaftlichen Diskurs zu zerstören. Wir wollen mal davon ausgehen, dass das hoffentlich nie passieren wird. Und wenn, dann sind die Grünen dran schuld. Und ich will jetzt auch ausklammern, dass Krieg natürlich insgesamt ein extremer Klimakiller ist. Ich meine, es ist ja fast schon zynisch, über CO2-Daten zu reden angesichts von Toten und angesichts des menschlichen Leids. Aber dass das bei den Grünen so gar keine Rolle spielt, was Panzer so in die Luft blasen, was in die Luft fliegende Munitionsdepots und Öltanks verursachen, ist schon auffällig. Lassen wir das mal weg, weil auch aus Klimagründen gäbe es natürlich viele Gründe, alles dafür zu tun, dass Kriege beendet werden und auf keinen Fall Kriege mit Munition und Waffen zu beliefern. Aber einfach Krieg beenden. Ne? Wir könnten nach jeder Zeit auf einfach sagen, so... Ja, könnte man. Das ist tatsächlich der Fall. Der Westen hat damals einen Frieden verhindert. Und ein Frieden wäre immer noch möglich. Stopp! Und Putin so, oh... Und diese Behauptung, die Ukraine könne ihr gesamtes Staatsgebiet einschließlich der Krim zurückerobern, das sind Lügen. Das stimmt nicht. Die Ukraine kann das schlicht und ergreifend nicht. Sie hat nicht die militärischen Kapazitäten. Das sagt euch jeder Militär, jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Also Russland hat einfach viel mehr Soldaten, die es an der Front verheizen kann. Russland kann diesen Krieg länger durchhalten als die Ukraine. Und deswegen wird die Ukraine es schlicht und ergreifend nicht schaffen, Russland noch große Gebiete abzunehmen, sondern eher im Gegenteil. Je länger dieser Krieg dauert, ja. Okay. Je länger dieser Krieg dauert, ich hatte gerade den Kommentar von Günni gelesen, desto schlechter wird die Verhandlungsposition der Ukraine sein. Das sehen wir doch gerade täglich. Wir sehen doch, wie das von der Ukraine kontrollierte Gebiet immer kleiner wird. Wir sehen doch, wie die Rekruten in den ukrainischen Einheiten immer älter werden. Wir sehen doch, wie groß die Soldatenfriedhöfe in der Ukraine sind, auch wenn wir noch keine genauen Opferzahlen haben. Also, was soll man denn dazu sagen? Also, man kann das natürlich alles leugnen und sagen, die Ukraine wird gewinnen. Ähnlich wie deutsche Militärs im Sommer 1918 noch den Deutschen erzählt haben, wir gewinnen diesen Weltkrieg, wir müssen den Krieg weiterführen, wir dürfen auf keinen Fall verhandeln. Aber, ja, irgendwann ist sowas schlicht und ergreifend nicht mehr realistisch. Also, man kann sich eine ganze Zeit in Wunschträumen verstricken, aber wenn die militärische Lage das nicht mehr hergibt, dann wird abgerechnet werden und da wäre es hinterher dann immer besser gewesen, wenn man auf diejenigen gehört hätten, die schon früher fliehen wollten. Das war im Ersten Weltkrieg so und das wird auch heute noch so sein. Aber auch in allen anderen Fragen ist der Regierung... Und die Bild zitiert, gut, sehr gut. Qualitätsjournalismus wieder am Start. Der Regierungsantritt der Grünen ja alles andere als der Beginn einer neuen Umwelt- und Klimapolitik. Er ist eher das exakte Gegenteil, würde ich mal sagen. Allerdings werden überall im Land die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Und zwar auch solche, die die Umweltauflagen definitiv nicht erfüllen. Es ist mittlerweile auch offiziell bestätigt, dass die Bundesregierung diesen Krieg unterstützt. Das wurde von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesagt. Um russische Militärkapazitäten zu verbrauchen, also russische Soldaten, russische Militärproduktion, die soll an der Front verbraucht werden, damit Russland nicht weiter aufrüsten kann. Also das offizielle Ziel dieses Krieges, militärische Produktion in Russland nicht mal zu schwächen, sondern zu verbrauchen. Und auf der anderen Seite werden natürlich auch Ukrainer verbraucht. Also das ist die zynische Sprache, in der diese Machtstrategen sprechen. Die DGAP, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, wird ein Video auf meinem Erstkanal kommen,
Die wurde in Kooperation von Chatham House und dem Council on Foreign Relations gegründet, ist eine transatlantische Denkfabrik, in der zahlreiche hohe deutsche Politiker im Präsidium saßen, so beispielsweise Norbert Röttgen. Und ja, die machen deutsche Außenpolitik. Also da werden die Strategien für unsere Außenpolitik diskutiert. Und die sind natürlich stramm transatlantisch. Kein eigener Gedanke gefasst, sondern es wird das gemacht, was den Interessen der USA am ehesten dient. Auf jeden Fall bringt sie einfach super viel Blödsinn. Und was halt eben Gischgalopp bedeutet, Gischgalopp-Argumentation. Und du bringst einfach super viele Fakten und super viel Schwachsinn auf einmal, schnell hintereinander. Und der Gegner sozusagen, mit dem du diskutierst, hat es dann sehr schwer, das alles nochmal aufzudröseln und aufzurollen. Das ist dann einfach sehr anstrengend. Und das macht sie de facto. Sie klammert sich einfach an allem. So, im Krieg, das ist ja auch schlecht für die Umwelt. So, okay. Ne? Ja, mit Gischgalopp kennt sich Dara aus. Und ja, was ist jetzt an dem Argument falsch, möchte ich fragen. Also so ein Krieg ist schlecht für die Umwelt. Ich habe mal gelesen, dass das Militär für ungefähr 10% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sein soll. Check das mal bitte im Chat. Check mich mal, falls ich falsch liegen sollte. Aber ungefähr 10%. Das ist die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Und durch vernünftige Abrüstungsverträge, wir werden unser Militär mittelfristig nicht ganz abschaffen können, aber wir können es doch zumindest 80-90% reduzieren. Also hier in unserer europäischen Nachbarschaft, Russland bräuchte doch keine so große Armee, wenn sie keinen Krieg in der Ukraine führen würden. Wenn sie nicht dauernd sich auf Stellvertreterkriege mit der NATO vorbereiten müssten, dann könnte Russland doch auch deutlich abrüsten, dann könnten wir auch deutlich abrüsten. Dann könnte China auch deutlich abrüsten, dann könnten auch viele andere Länder deutlich abrüsten. Also dann bräuchten wir viel weniger ja, nicht nur CO2-Emissionen. Also Krieg ist ja auch aus anderen Gründen extrem umweltschädlich. Also was da für Giftstoffe bei der Entsorgung von militärischem Abfall in die Umwelt gelangt. Uranmunition hat gerade einer im Chat geschrieben. Also die über Jahrzehnte hinweg den Boden verseucht und zu einem Anstieg von Krebserkrankungen führt. Also es gibt so viele Gründe, warum wir nicht noch mehr Ressourcen in Kriegsproduktion stecken sollen. Zumal wir diese Ressourcen ja sinnvoller einsetzen können. Also, wir können Panzer bauen, wir können aber auch Züge bauen. Und das eine, das nützt uns was, das sorgt dafür, dass die Deutsche Bahn pünktlicher kommt, das sorgt dafür, dass wir ein angenehmeres Leben haben. Und das andere, das sorgt dafür, dass sich die Kriegsgefahr erhöht und dass auf der anderen Seite die andere Macht jetzt auch einen Anreiz hat, auch wieder aufzurüsten, um unsere Aufrüstung auszugleichen. Also, wir müssen uns entscheiden, was wir wollen, Frieden oder Krieg. Kooperation und Zusammenarbeit mit Ländern wie Russland oder Aufrüstung und Stellvertreterkriege. Und ich bin eben für Ersteres. Ich bin dafür, dass wir auf friedliche Kooperation setzen. Aber man könnte auch argumentieren, Moment mal, im Krieg werden zum Beispiel sehr viele Betriebe, runtergefahren, weil es ist halt gerade Krieg. Es wird sehr wenig Auto gefahren zum Beispiel in den Städten, weil die Leute haben halt alle eine Ausgangssperre und verstecken sich in irgendwelchen Bunkern. Also ein Krieg sorgt auch dafür, dass die Wirtschaft sehr stark in vielen Bereichen runtergefahren wird. Deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, Krieg ist halt einfach offensichtlich schlecht fürs Klima. Ich wette, dass die Waffensysteme am Ende wirklich wesentlich mehr verbrauchen als alles andere. Aber die Sache ist wieder komplizierter. Punkt ist, ich wette, dass Wagenknecht recht hat, aber oh, jetzt habe ich mir selbst widersprochen. Ist halt alles egal. Sie greift halt nach jedem Strohhalm und wirft einem einfach alles entgegen, was sie finden kann. Und man hat dann, ist super schwer, weil in der Regel dauert es eine Minute, Blödsinn zu erzählen, aber 20 Minuten gefühlt, diesen wieder zu entkräften. Und darauf setzt sie gerade. Du hast ja gerade selber bestätigt, dass das kein Blödsinn war, sondern dass sie wahrscheinlich recht haben wird. Ganz abgesehen davon, dass Kohlestrom bekanntermaßen die schmutzigste und... Ja, Solitopia sagt es ja immer wieder, wenn diese Leute über andere sprechen, dann meinen sie in Wirklichkeit sich selber, die projizieren. Ich meine, es ist ja auch einfach. Du weißt ja, was deine eigenen Unzulänglichkeiten sind. Ich traue ihnen dieses Maß an Selbstreflexion tatsächlich zu. Aber dann sagen sie einfach, okay, der andere hat das. Denn wenn man weiß, also was bei einem selber schiefläuft, dann unterstellt man das einfach dem anderen. Das ist ja einfacher, als sich komplett irgendwas über den anderen auszudenken. Das fällt einem schon extrem auf bei diesen Wokisten. Klimaschädlichste Form der Energieerzeugung ist. Ja. Trotzdem wird jetzt nochmal so richtig viel Dreck und Gift und Stickoxid in die Luft geblasen. Na, wie war das noch vor kurzem? Ja, aber wenn die Bäckerei eine Photovoltaikanlage auf ihr Dach schnallen soll, dann ist sie ja auch nicht zufrieden. Dürfen Dieselautos nicht in die Innenstädte jetzt? Mit den Kohlekraftwerken? Kein Problem. Viel Vergnügen für die, die das dann alles einatmen dürfen. Aber der Wahnsinn geht weiter. Da wir russisches Öl, das uns in Pipelines geliefert wird, also auf dem immerhin emissionsärmsten Weg, weil wir das aus hehren Menschenrechtsmotiven nicht mehr kaufen dürfen, beziehen wir in Zukunft lieber russisches Öl, das zunächst einmal nach Indien geliefert wurde, dort verarbeitet wurde und dann mit großen Tankern und Schiffen...
In Deutschland holt man 80 Jahre nach Kriegsende immer noch Blindgänger aus der Erde. Das kontaminiert Jahrzehnte den Boden und das Grundwasser. Ja, absolut, absolut. Also ich sag's ja, Krieg ist extrem umweltschädlich. Da braucht man jetzt gar nicht mal das CO2 zu. Diesel und ganz viel Rauch und Dreck zu uns verschifft wird. Klasse CO2-Bilanz. Aber klar, wir sind ja die Guten. Auch Nord Stream 2 ist endlich tot, Igidigit. Wollte Habeck, wollten die Grünen schon immer. Russisches Pipeline-Gas, das geht gar nicht. Russisches Flüssiggas, das den langen Weg über nach Europa hinter sich hat und jetzt über Frankreich auch nach Deutschland kommt. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Das hat das Gütesiegel unserer edlen Grünen. Aber es kommt noch besser. Denn den größten Teil des russischen Pipeline-Gases, des unstrittig umweltfreundlichsten und am wenigsten schädlichen fossilen Energieträgers, wollen Habeck und Co. ja anderweitig ersetzen, durch amerikanisches Fracking-Gas nämlich. Eine Form der Gasgewinnung, die Boden und Umwelt vergiftet und das Klima am meisten schädigt, annähernd so stark wie das Verheizen von Kohle. Aber Putin darf den Wirtschaftskrieg natürlich nicht gewinnen, auch wenn dabei das Klima Da wäre es jetzt mal ganz interessant gewesen zu erfahren, wie viel Öl geht denn zum Beispiel über Indien nach Europa, was sie vorher in Russland eingekauft haben. So, sind das unfassbare Mengen? Ist das ein großer Prozentsatz? Oder macht das da irgendeine kleine Firma irgendwo und verdient sich damit ein paar Tausender? Man weiß es nicht, aber anscheinend wird es gemacht. Gültig auf der Strecke bleibt. Ja, und schlimmer noch, der angebliche Öko-Wirtschaftsminister Habeck treibt aktuell Projekte voran, die für unsere natürlichen Lebensgrundlagen verheerende Auswirkungen haben können. Aktuell fordert die Deutsche Umwelthilfe eine sofortige Umweltverträglichkeitsprüfung für das LNG. Ja, das sind schon größere Mengen. Gab da sogar eine Reportage. Dankeschön. LNG-Terminal Wilhelmshaven. Hintergrund ist, dass Habeck das Terminalschiff offenbar von der Resterampe der anderswo nicht mehr genehmigungsfähigen LNG-Schiffe gechartert hat. Denn wissen sollte man, dasselbe Schiff hatte in Australien wegen nicht akzeptabler Umweltfolgen keine Betriebserlaubnis erhalten, weil es das Meerwasser mit derart hohen Konzentrationen von Chlor versetzt, dass zumindest die Australier das nicht vor ihren Küsten haben wollten. Das Problem ist, all ihre Argumente, die sie da anführt, es läuft ja alles darauf hinaus, dass sie gerne möchte, dass Deutschland einfach das Gas weiter aus Russland bezieht. Problem ist, dass sie komplett recht hat. Ich jetzt nichts dagegen sagen kann, aber Gas aus Russland zu beziehen, sprich ganz normal Handel mit Russland zu treiben wie mit jedem anderen Land, das wäre ja, sich Putin zu unterwerfen. So, aber damit ist ja, sind ja all das, was sie da sagt, ist ja damit nicht gelöst. Also damit ist ja, das Gas aus Russland ist ja nicht plötzlich umweltfreundlicher. Sondern es ist halt einfach nur das Gas aus Russland. Die restlichen Probleme bleiben ja. Die werden nicht wirklich signifikant besser. So, also wenn sämtliche Optionen nicht die Probleme lösen, wenn es um den Umweltschutz geht, ja, dann können wir auch einfach auf das Gas aus Russland verzichten und das versuchen, woanders herzubekommen. Exakt. Wir können das Gas aus Russland beziehen. Habeck ist das offenbar egal. Das tolle LNG-Terminal, dass das Zeug hat, Gas aus Russland ist das umweltfreundlichste und das günstigste. Meeresorganismen in seiner Umgebung zu killen und das Wasser nachhaltig zu vergiften, soll nach Angaben des niedersächsischen Energieministeriums am 23. Dezember in Betrieb genommen werden. Aber auch über Wasser genügt Habeck offenbar der Verschmutzungsgrad unserer Umwelt noch lange nicht. So plant er schwimmende Ölkraftwerke vor der deutschen Küste. Im Klartext schwimmende Dreckschleudern, die Luft mit schwarzem Rauch verpesten und die man sonst eigentlich hauptsächlich aus Entwicklungsländern kennt, die sich den Bau eigener Anlagen zur Energiegewinnung nicht leisten können. Dreckiger, umweltschädlicher, giftiger kann es kaum werden. Und ganz nebenbei sei auch noch erwähnt, dass die Existenzprobleme, in die 100.000 Unternehmen jetzt durch die explodierenden Energiepreise geraten sind, natürlich auch dazu führen, dass viele längst geplante umwelt- und klimafreundliche Investitionsprojekte gestoppt werden, weil man das Geld halt erstmal zusammenhalten muss. So, aber Sarah Wagenknecht hat einfach aufgegeben mit Politik. Ja, sie macht einfach keine Politik mehr. Sie will anscheinend sehen... Natürlich ist Pipeline-Gas günstiger als LNG-Gas und besonders als LNG-Gas, welches vorher per Fracking gefördert wurde. Also das ist ja mittlerweile vielfach belegt. Fracking ist eine besonders umweltschädliche Fördertechnologie und du verschwendest eine Menge Energie, wenn du das Gas erst verflüssigen und dann regasifizieren musst und noch quer über den Ozean schippern musst. Also das ist doch schon alles bekannt. Und ja, natürlich will Dara uns hier für dumm verkaufen. Sorry, falls ich das gerade nicht klar genug gestellt hatte. Redet echt ganz schön viel Unsinn. Bestimmte Parteien einfach untergehen, das möchte sie vielleicht, kann sein, aber ich glaube, im Endeffekt geht es ihr einfach nur darum, dass sie ihr Ding macht. Ne? Sie hat ihren YouTube-Kanal, das ist ja wahrscheinlich der erfolgreichste Politik-YouTube-Kanal. Sie hat halt noch ihre Bücher und sie tritt halt hier und da im Fernsehen auf und das ist halt das, was sie macht und das gefällt ihr und damit verdient sie ihr Geld. Und wahrscheinlich auch gar nicht zu knapp. Also was wir seit dem Regierungsantritt der Grünen erleben, das ist nicht nur keine
ansatzweise verantwortliche Klima- und Umweltpolitik, das ist geradezu ein Rollback aller Anstrengungen, die es zur Verhinderung eines beschleunigten Klimawandels dringend gebraucht hätte. Eine derart rücksichtslose Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, wie wir sie seit langem nicht mehr in der Regierungspolitik in Deutschland hatten. Aber klar, solange dem grünen Aktivisten sein veganer Fleischersatz und sein Lastenrad erhalten bleiben, solange ist offenbar die grüne Welt in Ordnung. Absolut. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendetwas dagegen hätte, dass sich Menschen vegan ernähren. Ich kenne super sympathische Veganer. Aber dieses Herangehen, diese Arroganz, dieser Glaube, wenn ich meinen Lebensstil entsprechend gestalte, bin ich schon der bessere Mensch. Und in Wirklichkeit richten sie nur Schaden an auf allen Ebenen. Ich kann das wirklich nicht mehr ertragen. Das Parteien nach der Wahl. Also mit dem "ich kann das alles nicht mehr ertragen" spricht sie mir ziemlich ordentlich aus der Seele. Gott. Also es wird ja häufig von einem Konflikt zwischen Prinzipienethik und Verantwortungsethik geredet, aber das ist in der Realität ja tatsächlich noch viel schlimmer. Es gibt einen Konflikt zwischen Verantwortungsethik, also einem Handeln, das die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung in den Blick nimmt und schaut, was für Folgen politische Handlungen haben, und eine Art politischer Hybris, eine Art von Selbstherrlichkeit, der die Interessen der Mehrheit völlig egal sind. Also es gibt einen Konflikt zwischen Verantwortungsethik und Selbstherrlichkeit. Das sehen wir eigentlich gerade. Also diese Selbstgerechten, die handeln ja nicht mehr prinzipienethisch. Also Wagenknecht hat ja die zahlreichen Beispiele der Doppelmoral hier aufgezeigt. Waffenlieferung nach Russland, ganz, ganz böse. Waffenlieferung nach Saudi-Arabien, geht auf jeden Fall. Gas aus Russland beziehen, ganz, ganz böse. Gas und Öl aus Saudi-Arabien beziehen, muss auf jeden Fall gehen. Also wie gesagt, da müssen wir sogar noch Waffen hinliefern. Verdammte Scheiße. Was für ein kolossaler Blödsinn, den sie hier fabriziert. So leicht zu entkräften. Denkt immer daran, daran projiziert. Das Ganze. Die Konsequenz davon ist so gefährlich. So leicht zu entkräften, also wenn es so leicht zu entkräften gewesen wäre, wieso hast du das denn nicht gemacht, als du gerade reagiert hast? Wieso hast du denn nur gehetzt, Wagenknecht in die Nähe der AfD gerückt und Lügen verbreitet? Wieso hast du nicht einfach sachlich gesagt, wo sie falsch liegt? Wieso hast du Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien verteidigt? Weil du stellst Parteien, die pragmatisch sind und demokratisch und rechtsstaatlich handeln und offensichtlich versuchen, auf eine realistische Art und Weise... Rechtsstaatlich handeln. Also rechtsstaatliches Handeln der Grünen besteht daraus, staatliche Gelder an grünnahe Thinktanks umzuleiten, die das dann nutzen, um oppositionelle Medien zu diffamieren und als verfassungsfeindlich oder, wie war das, staatsdelegitimierende systemoppositionelle Medien. Das war das, mit dem der Think Tank Liberale und Moderne Nachdenkseiten diskreditiert hatte. Also dazu nutzen die Grünen das. Schaut euch gerne auf diesem Kanal mal das hervorgehobene Video oben in der Kanalbeschreibung an, wo das Projekt Narrativcheck, das auch von dem Think Tank Liberale und Moderne stammt, beschrieben wird. Also da zeige ich das. Also da wird die Diffamierung oppositioneller Medien mit staatlichen Geldern gefördert, auch Treiben der Grünen, vom Grünen geführten Familienministerium. Unter dem Label, also das ist wirklich bester Neusprech, Demokratie leben. Also, auch sogar für Deutschland selbst das möglichst Beste rauszuholen. Sie delegitimiert Parteien, die vernünftig handeln. Vernünftig in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen. Ich glaube, die könnten besser handeln, aber man muss dann das Ganze konstruktiv auch hinzufügen und eben vorher auch kritisieren, was man besser machen könnte. Aber stattdessen delegitimiert sie generell Parteien, die versuchen, Probleme vernünftig anzugehen. Am Ende bleiben ja sozusagen... Sie delegitimiert Parteien, die ich als Wokist gut finde. Also hier sagt Daras ziemlich offen. Parteien, die er gut findet, die sind demokratisch, die sind rechtsstaatlich. Egal, was sie jetzt in der Realität machen. Ich hatte gerade ein Beispiel genannt, wo die Grünen staatliche Strukturen missbrauchen, um die Opposition zu schwächen, was eigentlich in einer Demokratie mit einem Austausch der Meinung so nicht funktionieren sollte. Die sind rechtsstaatlich, die sind demokratisch und alle, die das ablehnen, die delegitimieren das. Also der Verfassungsschutz hat ja diesen bescheuerten Vorwurf erfunden, Delegitimierung des Staates. Also einfach Kritik an der Regierung. Also das, was jede Opposition machen sollte, das gilt mittlerweile als Delegitimierung des Staates. Wir haben eine antidemokratische Regierung, die Demokratie im Munde führt, aber in Wirklichkeit das Gegenteil tut. Und Dara steht auf Seiten dieser Regierung. Dara handelt hier so antidemokratisch und er hat sich in der Vergangenheit auch schon des Häufigeren für die Zensur politischer Gegner ausgesprochen. Auch dazu habe ich ein Video auf diesem Kanal, schaut euch das gerne an. Dann nur viel zu leicht. Da schreibt gerade einer im Chat,
Ralf Füchs war bei der 75-Jahr-Feier der Montpellier Society zu Gast. Ich kann das jetzt nicht auf die Schnelle verifizieren, aber das würde passen. Das würde passen. Das würde passen. Echte Lösungen für komplexe Probleme. Und dann landen wir bei der AfD. Die meisten Parteien im Bundestag würden wahrscheinlich jetzt gerade so handeln, wie es die Grünen gerade tun. Nur dann halt mit ein bisschen nach links und nach rechts noch. Kann es sein, dass die CDU auch so handeln würde und die FDP und die SPD, die ja auch mit in der Regierung sitzen, kann es sein, dass wir ein neoliberales, transatlantisches, wokistisches Altparteienkartell haben, was so ziemlich die gleiche Politik macht? Kann es sein, dass es egal ist, wen man wählt und dass die Parteien einen vor der Wahl belügen, wenn sie sagen, es gäbe relevante Differenzen? Kann es sein, dass das, was Dara am Anfang geleugnet hat, der Wahrheit entspricht, wie er hier gerade selbst zugibt? Ich weiß es nicht, dass der Mann nicht merkt, wie er sich innerhalb einer Reaktion selbst widerspricht. Und er sagt darauf ziemlich genau, auf wessen Seite er steht. Er steht auf der Seite der Regierung, auf der Seite des Kapitals, auf der Seite des US-Imperiums und er stellt sich damit gegen jeden Linken, der diese Zustände verändern will. Justieren und versuchen hier und da den eigenen Spin noch reinzubringen. Und das geht halt nicht mehr. Wenn du die Leute darauf framest und sie dazu konditionierst, dass sie diese Politik ablehnen, dann sehen sie sich selbstverständlich nach einer Alternative von dieser Politik und diese Politik ist selbstverständlich komplett abgedriftet dann. Gar nicht mehr mit irgendwie vernünftigen Lösungen vereinbar. Aber die Leute denken halt, ja, das muss ja dann die vernünftige Lösung sein. Deswegen unterstütze ich das jetzt und dann landen wir halt eben bei der AfD. Und die AfD wird die Probleme nicht lösen. Wenn die AfD an der Macht wäre, die müsste auch unfassbar viel merkwürdige Sachen machen, wo ihre ganzen Wählerinnen und Wähler sich fragen würden, was ist das denn jetzt? Und am Ende läuft es dann darauf hinaus, entweder du machst pragmatische Politik oder du gehst halt eben den Putin-Weg oder du gehst den Orbán-Weg. Und ja, die Realeinkommen der Mehrheit zu schützen und für günstige Energiepreise zu sorgen, das ist keine pragmatische Politik. Also was Viktor Orbán da macht, das ist nicht pragmatisch. Pragmatisch ist es, wenn man Politik im Interesse der USA macht. Politik ist es, wenn US-Fracking-Konzerne, US-Rüstungskonzerne, US-Geostrategen, wenn man die glücklich macht und nicht, wenn man Politik im Interesse der Mehrheit macht. Das ist aus Daras Sicht pragmatische Politik. Dieser Mann ist unser politischer Gegner. So wie fast alle Wokisten. Oder ich würde sogar sagen, alle Wokisten. Also nicht mehr ein Wokisten, der vernünftige außenpolitische und wirtschaftspolitische Positionen hat. Ihr werdet wahrscheinlich keinen finden. Und gehst das Ganze wesentlich autoritärer oder, an und wenn es Probleme okay, gibt. Okay, das war jetzt zu absolut. Ihr werdet sehr, sehr wenige finden. Und wenn, dann sind die auch nicht richtig woke, sondern sie lehnen auch relevante Teile dieser woke-Ideologie ab. Ich meine, das ist in Deutschland ja mit diesem Antideutschtum verschmolzen. Ich meine, Antideutsche diffamieren ja auch jeden, der den Kapitalismus kritisiert oder der einzelne Kapitalisten kritisiert. Es reicht ja schon, dass du einen großen Kapitalisten mal kritisierst. Als Antisemiten. Also das siehst du da ja. Das ist ja in Deutschland so ziemlich verschmolzen. In deinem Land, dann kaschierst du die einfach und jeder Kritiker, der wird halt eben in den Knast geschmissen. Dann gibt es halt auch keine Probleme, weil keiner mehr darüber sprechen darf. Das Gegenteil von dem tun, was sie vor der Wahl versprochen haben. Ja, das ist nichts Neues. Das sind nicht nur die Grünen. Aber so heftig wie die Grünen hat es selten eine Partei getrieben. Waffenlieferung in Kriegsgebiete, Wiederanwerfen der Kohlekraftwerke, selbst solcher, bei denen alle Umweltschutzstandards, die dabei durchfallen, Großeinkauf von Frackinggas, Aufschub... Die Grünen halten einfach viel zu ideologisch an dieser Politik fest. Des Atomausstiegs. Nicht ideologisch, sie dienen fremden Interessen. Sie dienen nicht den Interessen der Mehrheit in Deutschland. Das ist die linke Kritik an dieser Partei. Ich wünsche mir, dass die Grünen weniger ideologisch sind und mal endlich vernünftige Politik machen. Ne? Ja, das Problem ist ja ihre transatlantische Ideologie, ihre transatlantischen Verbindungen, ihre materiellen Interessen, all das ist ein Problem. Dara. Der Transportwege, vor allem für Rohstoffe mit viel CO2-Ausstoß durch dreckige Tanker, Waffendeals mit und Bücklinge vor islamistischen Kopfabdiktatoren und so weiter und so fort. Und das alles dann immer noch mit der Geste des hochmoralischen Weltverbesserers. Also das muss man erstmal bringen. Ein Wahlversprechen allerdings, das muss man den Grünen lassen, das haben sie eingehalten. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder, das hatten sie groß auf die Plakate geschrieben. Naja, das erleben wir tatsächlich gerade. Und ich muss sagen, man kommt aus dem Staunen echt nicht mehr heraus. Ja, ihr merkt, ich bin wirklich... Ja, wie man ein Industrieland deindustrialisieren kann. Wie gesagt, 20% Produktionseinbruch in der energieintensiven Industrie. Man kann es nicht häufig genug erwähnen. Das müssen wir als Linke auf dem Schirm haben. Das müssen wir kritisieren. Ja, aber die Wokisten, die beschreiben sowas lieber als Verschwörungstheorie. Man darf ja nicht über die Deindustrialisierung reden. Die existiert ja gar nicht. Beziehungsweise Dara hat ja jetzt hier anscheinend doch anerkannt, dass die existiert, aber nur mit Gas aus Saudi-Arabien sich verhindern ließe. Ja, es ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn, was diese Leute so von sich geben. Ich bin empört über so eine Politik. Sagt mir eure Meinung, schreibt sie in die Kommentare. Was haltet ihr von den Grünen? Glaubt ihr noch dran, dass das wirklich edle Öko-Leute sind, die das Gute wollen? Oder sind das nicht verdammte Heuchler? Mir hat auf jeden Fall der Teil gefallen. Absolut.
Die Grünen müssen weg, das sind unsere politischen Gegner. Das Ziel darf keine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen sein, sondern die Zerstörung von SPD und Grünen. Für eine künftige Wagenknechtpartei, das sind unsere politischen Gegner, mit denen ist keine vernünftige Politik möglich, die müssen weg. Wo sie ihre eigenen Lösungen für all diese Probleme und schwierigen Verhältnisse... Hat sie doch. Wirtschaftskrieg beenden, massive staatliche Investitionsprogramme, neues Steuersystem, vernünftige Lohnpolitik. Die Lösungen liegen auf dem Tisch. Sie werden nur nicht ergriffen, wegen dieser Übermacht des Neoliberalismus und des Transatlantizismus in diesem Land. Uns präsentiert hat, dass wir auch einmal erleben dürfen, ja, so macht man gute Politik. So hätte sie das gemacht, ne? In der Regierung. Auch, dass sie natürlich Wahlkampf gemacht hat für die Linken. Das finde ich immer am allerbesten, dass sie am Ende immer sagt, deshalb wählt die Linke, damit die Leute auch wirklich einen eindeutigen Plan bekommen, damit sie dann auch sagen, so, okay, danke, Sarah, jetzt möchte ich eine Alternative. Diese Alternative kann nur links sein und deshalb, ne, ist Sarah Wagenknecht auch immer dabei, sagt uns, was das Programm der Linken ist, was die Linke da besser machen würde, was ihre Ideen sind und was sie dann in der Regierung konkret für eine Rolle haben würde. Ich finde das super, ja. Ich finde, das macht sie richtig toll. Das ist wirklich sachliche Politik, konstruktiv ich wünschte einfach, mehr Leute in Deutschland würden sagen, boah, Sarah Wagenknecht, das ist eine gute Politikerin. Ich verstehe nicht, warum sie immer so kritisiert wird. Ich weiß es nicht. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Sie kriegt immer so viel Hass ab. Aber das macht ja keinen Sinn. Warum? Ne? So, sie hat doch anscheinend absolut uns toll dargelegt, warum die Politik der Grünen so schlecht ist. Und Sarah Wagenknecht, ich würde sogar sagen, die ist eine der wenigen Linken, die wir noch haben. Und auch andere linksradikale Menschen auch einfach Lilis nennen, wenn die mich gerade... Ja, hier verhöhnt er nochmal Proletopia, das brauchen wir uns nicht ansehen. Hier, obwohl, doch, ich glaube, das sehen wir uns doch nochmal an. Hier sieht man nämlich wirklich, dass diese Leute unsere Gegner sind. Hier macht er sich wirklich Proletopia lustig, natürlich ohne auf seine Argumente einzugehen. Er ist ja auch auf Wagenknechts Argumente nicht eingegangen. Er hat es jetzt geschafft, eine Dreiviertelstunde auf sie zu reagieren, ohne ein relevantes Argument von ihr zu widerlegen. Voll gut. Richtig gut. Ja? Nennen wir die auch einfach Lilis. Das bringt die bestimmt total auf die Palme. Und lass einfach auch andere linksradikale Menschen auch einfach Lilis nennen, wenn die mich gerade nicht mögen. Das klingt gut. Und wir sagen halt einfach, dass die aber auch recht sind. Also es sind linksliberale Rechte. Oder rechts-linksliberale? I don't know. Oder liberal-rechts-linkse? Egal. Vollkommen wurscht, ne? Muss auch nicht so viel Sinn machen, glaube ich. Seht, hier verhöhnt der Proletopia und hier sehen wir nochmal, wie diese Wokisten einzuordnen sind. Es sind unsere politischen Gegner. Unser Ziel muss es sein, diese Leute zu bekämpfen. Unser Ziel muss es sein, sie aus der Linken rauszudrängen. Unser Ziel muss es sein, auch den Mainstream zu bekämpfen, mit dem sie verwoben sind. Sie dienen den Interessen des Kapitals, sie dienen den Interessen der USA, sie dienen nicht den Interessen der Mehrheit. Die Mehrheitsgesellschaft trachtet sie als ihre Feinde. Ich hätte hier auch auf was Identitätspolitisches reagieren können, wo man nicht ganz so hart angefeindet wird, wie man auf Außenpolitik reagiert, aber egal, Dara hat sich hier so gut selbst widerlegt, er hat so gut diese ganze Idiotie dieser wokistischen, transatlantischen Haltung aufgezeigt. Er hat aufgezeigt, wieso diese Leute unsere politischen Gegner sind und wieso wir sie bekämpfen sollten. Er hat aufgezeigt, wie vollkommen lost diese Ideologie ist. Wie gesagt, wenn euch jemand fragt, wer Dara ist, dann zeigt ihm dieses Video. Hier, wie Sarah Wagenknecht der AfD hilft, Dara reagiert. Zeigt ihm dieses Video, zeigt ihm, wie Dara gegen Linke hetzt, zeigt ihm dann und erklärt ihm dann, wieso die Wokisten nicht unsere Verbündeten, sondern unsere Gegner sind. Wieso wir die Wokisten bekämpfen müssen. Das sieht man hier sehr, sehr gut. Die Wokisten sind nicht unsere Verbündeten, es sind unsere Gegner. Man kann das nicht häufig genug sagen. Sie sehen uns auch als ihre Gegner, sie behandeln uns genauso. Das hat Dara hier gemacht. Er hat geschrieben, wie Sarah Wagenknecht der AfD hilft und versucht sie damit in die Nähe der AfD zu rücken. Und jeder, der Frieden will, der steht auf Seiten der AfD. Also so ist die Argumentation hier. Diese Wokisten sind unsere Gegner, die Antideutschen sind unsere Gegner. Wir müssen diese Leute bekämpfen und wir müssen endlich eine vernünftige eigene Linke aufbauen. Mit solchen Leuten kann man nicht zusammenarbeiten. Solche Leute haben sich mit den Neoliberalen, mit den Transatlantikern verbündet, beziehungsweise sind selbst welche. Und deswegen ist mit diesen Leuten eine Zusammenarbeit komplett ausgeschlossen.